Uhrzeiten der Trainer heute Abend dabei uns hier für die Trainer. Eine kleine Sache darf ich loswerden. In einem Forum wurde schon so erwähnt nach dem Motto, ist ja toll, dass der Rubenbeck das macht, aber zuhören kann der das, der redet doch so gerne. Also das hat er nicht böse gemeint, das war ein sehr positiver Post, muss ich direkt dazu sagen. Ne? So, aber ich habe auch gesagt, also wartet doch mal ab, dass den Mann doch jetzt mal das mal anhört. Und er kommt natürlich auch zu Wort. Wir werden vor circa 30, 40 Minuten ohne ihn reden, er kann sich das anhören, kann natürlich irgendwann auch mal wie bei der UNO sein Veto einlegen, ne? Also die Möglichkeit besteht, kann den Kölschlaf auf den Tisch klopfen, dann holen wir ihn dazu und dann kann er seinen Senf dazu sagen, kann uns dann allen sagen, dass wir alle keine Ahnung haben oder was auch immer. Er wird sich das anhören und vielleicht, ich komme mal zu ihm ganz kurz, nimmst du eigentlich schon auf? Ja. Gute Idee. Guter Mann, du hast es eingestellt. Okay, ist mein Sohn, also von daher. Mit welcher Erwartungshaltung, Stefan, bist du heute hergekommen, eben weil das so eine etwas ungewöhnliche Anfrage war? Ja, erstmal keine so riesigen Erwartungen. Also ihr seid die Basis des Vereins und ich bin angefragt worden, ob ich das machen würde, mit dazu zu kommen. Und dann war das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also vor ein paar Wochen war ich auch mal in Bergisch Gladbach gewesen bei einem Fanstammtisch und fühle mich ja euch auch sehr, sehr nahe. Also es ist ja nicht so, dass ich jemand bin, der 500 Bundesligaspiele hinter sich hat, der als Trainer schon so viel erreicht hat, sondern ich kann mich daran erinnern, dass ich zu den Heimspielen selber mit dem Zug gefahren bin und selber auch Fan des Vereins bin und deswegen ist es für mich was ganz Normales und ich weiß ja auch, dass ich dem einen oder anderen was Gutes tue, wenn ich dann auch hier mit präsent bin und deswegen ganz klar selbstverständlich, dass ich dabei bin. Sagen, verblendet aber nicht viel Zeit. Wir fangen jetzt einfach mal an und werden versuchen, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ne? Damit du auch eine ehrliche Meinung hier bekommst und nicht nur Lobhudeln. Obwohl momentan gibt es ja viel Grund dafür. Jungs, wer will denn anfangen? Ich denke mal, wir sollten uns mal. Ich stelle die Runde nochmal vor, das sollten wir auf jeden Fall machen. Das haben wir immer so gemacht, warum soll das heute nicht so sein? Neben mir direkt, ich fange einfach mal der Reihe nach, sitzt jemand, der europäisch spielt schon. Ne? Er ist nämlich klar, Brüssel hat ja auch das Europaparlament und im Europaparlament gibt es ja auch einen Fanclub des 1. FC Köln. Da ist unter anderem Martin Schulz drin, aber da sind auch andere Leute drin, also da sind natürlich auch ganz normale Mitarbeiter des Hauses drin, da sind sehr viele, ich sag mal, Mitarbeiter von Abgeordneten drin, auch einige Abgeordnete. Und er vertritt halt diesen Club nicht schlechter wie die anderen. Rechter einen Applaus für Ralf Capito. Im Feindgebiet sich durchzusetzen ist nicht einfach. Jetzt erst recht ein großer Fanclub aus Grevenbroich, ne? Wie spricht man es aus? Grevenbroich. Es ist der altbekannte, hier sehr beliebte Norbert Nürnberg. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Er ist heute in einer Doppelfunktion hier. Er hat nämlich so, eigentlich hatte ich ihn als Vertreter eines sehr großen Fanforums eingeladen, wo er unter dem Usernamen Sagen wir heute nicht aktiv ist. Und, aber er ist auch bei 100% FC, also da reden wir ja dann später nochmal drüber. Wir werden das Ganze in zwei Teilen machen, also sprich ein Teil sportlich, zweiter Teil dann eher vereinspolitisch. Das ist der Frank Hauser, herzlich willkommen Frank, grüß dich. Dann haben wir jemanden da, der eben war schon von Bergisch Gladbach die Rede, der Mann kommt aus Bergisch Gladbach und er ist Kollege, er ist nämlich Trainer bei Bergisch Gladbach 09, trainiert die U16. Also aus dem Jugendbereich, das kennt der Stefan ja auch noch ganz gut mit seiner U19, also von daher sind da schon gewisse Verbindungen da. Er kann sicher viel über Taktik sagen, kann uns alles erklären und der Stefan kann dann hinterher fragen, der Mann hat bestimmt Ahnung. Thomas Nürnberg, herzlich willkommen. Ja, dann, da freue ich mich ja schon den ganzen Tag drauf, den nächsten Gast anzukündigen. Er hat gerade kein Mikro, kann sich nicht wehren. Das ist wunderbar, weil, nein, jetzt mal ernsthaft, wir haben uns wirklich überlegt, was kann man machen? Wir haben jetzt hier so eine schlechte Saison und bis jedenfalls zur Winterpause absolute Losertruppe. Wir müssen das irgendwie unterbieten.
haben wir den Thomas eingeladen, den besten TV-Reporter Deutschlands. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Thomas Wagner von RTL. Thomas, ich sag's ganz ehrlich, der Sieg kam für uns genau zur richtigen Zeit. Zumindest was den Talk angeht, hier gegen Leverkusen. Ja, jetzt hast du dein Mikro, wo ist das zweite? So, hier ist es jetzt, wir können also richtig arbeiten, genug mit Quatsch. Ralf, ich fange mit dir an. Wir reden jetzt rein über den FC, was das Fußballerische angeht. Und jetzt, wenn du jetzt diesen Fußball jetzt siehst, mal eine Bestandsaufnahme machst im Verhältnis zur Hinrunde, was fällt dir auf? Ja, also erstmal, wir machen mehr Punkte. Das kann ich ganz klar sagen. 14, glaube ich, in der Rückrunde schon. Wenn man das mal mit den anderen Mannschaften vergleicht, die gegen den Abstieg spielen, so wie wir, dann sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ich finde, wir haben eine mannschaftliche Geschlossenheit wieder im Team. Das spürt man. Wir haben Spieler, die brennen für den Verein. Also wenn ich die Bilder von Maro sehe, nach dem Spiel gegen Leverkusen, wie der in Tränen ausbricht, das ist, finde ich, im Profifußball nicht unbedingt normal. Und wir haben eine bessere Zweikampfquote als viele unserer Konkurrenten. Auch das finde ich herausragend. Bei der Defensive, glaube ich, kann man noch ein bisschen verbessern. Wobei ich dann immer denke, auch das hängt wieder damit zusammen, dass die Mannschaft eigentlich gewinnen will. Also ich war beim Spiel gegen Dortmund im Stadion und da fängt man sich kurz vor Schluss durch so einen dämlichen Konter, das 2-3. Aber es ist auch nur deshalb, weil die Mannschaft, trotz dass er auf ein 2-2 ankommt, dann wird sich unbedingt noch den Sieg wählen. Und ich glaube, das wird uns in einigen anderen Situationen auch mal helfen. Ich glaube, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich gehe mal zum Trainer, ja. In dem Fall haben wir ja den echten Trainer hier. Thomas, so, die Mannschaft spielt ja auch ganz anders als in der Hinrunde. Das ist ja ohne Zweifel der Fall. Jürgen denkt den Mann ab, der hört mir gerade zu. Kannst du uns auch angeben, ne? Also von daher. Ja. Wie war die Frage? Ja, wie kommt dieser Unterschied jetzt zustande? Was ist dir jetzt als, sag mal ruhig, Fachmann aufgefallen, warum der SFC Köln jetzt besser spielt und mehr punktet? Ja, ich, wie soll man das beschreiben? Der Trainer lebt das der Mannschaft vor. Der Stöger war immer sehr ruhig an der Seitenlinie. Bei Herrn Gutenberg sieht man schon Emotionen, die der SFC Köln ja auch immer lebt und die Fans. Und das bringt die Mannschaft jetzt wieder auf den Platz. Und hat einen klaren Plan, spielt deutlich offensiver nach vorne, als es in der Hinrunde unter Stöger war. Und ich glaube, durch Emotionen und den ersten Sieg, den es dann gab, dann hat man mal ein bisschen Selbstvertrauen, auch wenn man noch abgeschlagen in der Tabelle war. Aber dann sieht man ja auch, dass es geht. Und ja, wir sehen, was im Moment läuft. Und wir spielen einen guten Ball, im Gegensatz zu unseren Konkurrenten. Und ich traue der Mannschaft alles zu, dass sie das, ich glaube, sogar noch als 15. packt. Ja, dann hört man natürlich gerne. Wir werden natürlich nachher den anderen Experten dazu auch noch befragen, wie er das sieht. Und, ich meine, wir haben ja wirklich einige wirklich bittere Momente durchleiden müssen. Die ganze Hinrunde war eigentlich ein einziger Schmerz. Jetzt spielt die Mannschaft einen anderen Fußball und ist erfolgreich. Und dennoch hat man so ein bisschen das Gefühl, bei aller Freude, sie gehen natürlich auch sehr hohes Risiko. Also es ist manchmal vielleicht eine Spur zu viel Harakiri, wie manche sagen, weil Remis uns nicht mehr helfen, müssen wir gewinnen. Oder findest du das genau richtig, wie sie momentan agieren? Ja, eher finde ich es genau richtig, weil es ist natürlich so, die Tabelle ist so, wie sie ist und uns helfen natürlich nur 3-Punkte-Spiele weiter. Wobei man natürlich danach immer so traurig ist, wenn dann ein höheres Risiko gegangen ist und das Spiel geht zumindest verloren. Was mir am meisten Freude macht, ist, leider sind wir ja jetzt schon öfters im Abstiegskampf dabei gewesen. Ich erinnere mich sehr gut an 2012 und der Unterschied ist unwahrscheinlich. 2012 ist man auswärts gefahren, hatte das Gefühl, man wird von der Mannschaft im Stich gelassen. Die wollen nicht. Wir haben jedes Mal mindestens 4 Dinger eingeschenkt gekriegt, obwohl ein Unentschieden uns schon weitergebracht hat. Die hatten sich aufgegeben. Und diese jetzige Mannschaft kommt aus einer viel, viel schlechteren Position, auch personell, und spielt eine Rückrunde, die man gar nicht genug, trotz der unglücklichen Niederlage, gar nicht genug loben kann. Das ist, Entschuldigung, dass ich das jetzt einlasse, nach der Kaderplanung, so wie sie war und wie die Mannschaft diese Saison begonnen hat, mit den Verstärkungen Terodde und Gozielo, was da jetzt abgerufen worden ist, ist herzerfrischend und macht einen wirklich stolz.
egal wie das auch immer ausgeht, das ist eine Mannschaft, über die wir nach wie vor stolz sein können. Und das ist ein tolles Gefühl. Absolut. Sehe ich auch so. Norbert, es gibt aber so Dinge, die man natürlich auch mal zwischendurch bemängelt hat. Am Anfang, wir haben ja alle gedacht, als der Pozzetto kam, ne? So auch von wegen, da ist ein Techniker, der kann das, der ist vielleicht auch am Ball stärker, kann ihn sofort weitergeben, das ist so seine Stärke. So ist er ja dann auch vermittelt worden, was sich ja später dann auch bestätigt hat. Ne? Am Anfang haben wir alle gedacht, ja, warum bringt der Trainer den denn nicht früher? Ne? So, und glaubst du, dass das vielleicht Sinn gemacht hätte oder braucht man wirklich so lange aus deiner ganz persönlichen Fansicht, um dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Ja gut, okay. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Und da kannst du ja gerne auch drauf zurückkommen. Ich wollte eigentlich die Sache anders anfangen. Und zwar, ich glaube, wenn der Stefan Rothenbeck schon etwas früher bei uns Trainer geworden wäre, hätten wir die Situation, die jetzt da ist, überhaupt nicht. Also ich sag mal, unter Stefan Rothenbeck spielt der FC wieder den Fußball, den ich mir als Fan wünsche. Und wir, ich glaube nicht, dass ich jetzt im Moment mehr viele Freunde hier im Raum mache. Also ich habe eigentlich von Anfang an, als der Peter Stöger bei uns Trainer war, war ich sehr kritisch und habe eigentlich immer nur gesagt, nee, das ist nicht der richtige Mann für uns. Und wir als FC-Fans, wir haben uns eigentlich über diese Zeitraum, wo Peter Stöger bei uns Trainer war, eigentlich blenden lassen von unseren guten Stürmer. Wir haben also in 2 Jahren hat also der Modest 40 Tore gemacht. Und der Fußball für mich als FC-Fan, ich bin einer, der seit 71 regelmäßig zum FC fährt. Und ich habe selten so einen, ja, wie will ich sagen, schlechten FC gesehen, wie unter Peter Stöger vom Fußballerischen her. Ich muss dazu sagen, dass ich dich schon ein bisschen länger kenne, das hast du auch im Erfolg gesagt. Ne? Dass ich sehr kritisch bin und wir haben es einfach nicht erkannt, dass der Fußball eben auf gewisse Leute bei uns vom Erfolg abgestimmt war. Also wir haben von Modest und Helmes gelebt und wir haben es auch nicht erkannt, jetzt in der Situation, wo Modest weggegangen ist, dass es irgendwann nicht weitergeht. Und unser Verein, unser Vorstand, war natürlich ein bisschen gelähmt. Die Fans waren euphorisiert, die jungen Leute. Man kann auch keinen Trainer entlassen, der uns in die Euroleague gebracht hat. Und deswegen war der Vorstand für mich auch in dem Moment, der konnte nicht anders reagieren. Und leider sind wir jetzt in der Situation, wo uns der Stefan Rothenbeck übernommen hat, dass wir noch Hoffnung haben. Aber ich bin auch so ein Pessimist und wir spielen am Wochenende in Hoffenheim und meine Freunde, ich komme ja aus Grevenbruch, da sind die Gladbacher und wenn man sich auf andere verlassen muss, ist das schwierig und auch wenn die Gladbacher in Mainz verlieren sollten, doch das für uns schon sehr schwierig werden. Also. Ja. Okay, aber da hast du schon im Prinzip auch was gesetzt, wo wir natürlich auch noch drüber reden werden, auch über die Veränderungen. Wir werden natürlich auch im zweiten Part dann, da sind ja auch die Mitgliederräte, sind ja heute auch hier, an der Zahl müssten 6 sein, die da auch sicher mal Stellung zu nehmen werden. Ich denke, dass wir jetzt so eher das Sportliche im Auge nehmen sollen, hast du auch gemacht. Jetzt nehmen wir mal den Thomas mal mit rein. Also erstmal kriege ich sowieso gleich einen Konter, das ist mir sowieso schon klar. Er hatte genug Zeit, sich vorzubereiten. Auf der anderen Seite, nein Thomas, du bist jemand, der... Das einzig Schlimme war, dass wenn Leute mich nicht kennen, du hast gesagt, wie gut, dass wir jetzt gegen Leverkusen gewonnen haben. Es könnte ja noch sein, dass hier jemand denkt, ich wäre Leverkusen-Fan, das wäre ja ganz schwer. Nein, du wolltest ja darauf an, dass ich HSV-Fan bin, ja? Und dazu stehe ich auch. Ja, da muss man auch so stehen. Also wir haben das alles erlebt, wir wissen, wovon wir reden und wir sind da selber mit. Nein, aber du hörst jetzt so die erste Runde. Ne? Ich möchte auch noch ein bisschen warm werden. Aber du bist Experte, du warst lange noch diese Funktion ausgeübt. Du hast an den FC ja nicht mehr geglaubt. Was er da momentan macht, ist das so diese typische, wir haben eh nichts mehr zu verlieren Story und er macht das großartig oder hat er einfach Glück oder ist er einfach nur ein guter Trainer? Hau rein. Ja, gibt ja ein paar Aspekte. Also ganz klar muss ich sagen, ich hätte im Winter jede Wette angenommen, um zu wetten, dass das nichts mehr gibt. Also mit 6 Punkten, das ist meine Meinung. Ich finde es immer noch wahnsinnig schwierig, weil du ja eigentlich fast eine Rückrunde auf Europa-League-Niveau spielen musst. Das ist klar. Das heißt, wenn du mal ein Spiel nicht gewinnst und die anderen gewinnen, obwohl die anderen im Moment nicht gut spielen, du häschelst immer, das weiß der Trainer selber, du häschelst dem Ganzen immer noch hinterher.
Ich kann meinem Vorredner leider nicht ganz zustimmen. Ich finde die Kritik an Peter Stöger viel zu hart, weil ich ganz ehrlich sagen muss, man kann nicht, wenn man 71 ins Stadion geht, das, was der FC damals gespielt hat, kann man nicht vergleichen mit dem Aufsteiger aus der zweiten Liga. Ich finde, er hat 4 Jahre sehr, sehr viel rausgeholt aus einer Mannschaft, die natürlich auch wachsen musste. Und klar hat er natürlich von Leuten wie Helmes, Uca und Modest gelebt, aber die muss man ja als Trainer auch in ein System einbinden können. Klar ist aber auch, dass im Sommer ist irgendwas ganz aus dem Ruder gelaufen. Wahrscheinlich zwischen Peter Stöger und Jörg Schmadtke, die meiner Meinung nach auch vorher zu Recht gelobt wurden. Das hat man im Verein falsch eingeschätzt oder hat das nicht mitbekommen. Das ist so. Ich glaube, dass man hätte früher reagieren müssen und nicht erst am 14. Spieltag. Man hätte sicher am 8. oder 9. Spieltag reagieren müssen. Und wenn wir dann auf die Rückrunde kommen, auf Stefan Gutenbeck, dann muss man sagen, das ist ja eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Also ich habe im Winter gesagt, das wird wahrscheinlich der längste Abstieg der Fußballgeschichte. Das auf jeden Fall schon mal à la Bonheur und allen Respekt. Das hat man auf jeden Fall schon mal verhindert. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man natürlich auch am Anfang, also der ganz große Druck gegen Gladbach zum Beispiel im Heimspiel, also jeder hat ja gesagt, die sind abgestiegen. Also gehst du natürlich rein, du willst das Spiel gewinnen und dann, okay, jetzt haben wir das Spiel gewonnen, jetzt gucken wir mal, beim HSV können wir auch noch gewinnen, dann hast du 12 Punkte, du bist immer noch unten, aber ich hätte jetzt auch keiner, wenn du nur 4 Punkte geholt hättest aus dem Spiel, hätte dich jetzt keiner verurteilt. Und plötzlich haben sie dann so gesehen, oh, die Konkurrenz schwächelt ja auch und Bestandsaufnahme ist ganz klar. Und das imponiert mir wirklich beim FC. Die wehren sich, Leidenschaft, spielerischer Ansatz. Und das sehe ich, also beim HSV sehe ich gar nichts. Ich hoffe, dass der neue Trainer da noch was bewegen kann, aber ich habe aufgehört zu rechnen. Also es tut verdammt weh. Erster Abstieg, ihr wisst ja, wie sich das anfühlt. Das findest du, Thomas, ich gebe euch noch nicht auf. Ja, ehrlich, der HSV, also ich meine, da ist ja für mich der Walking Dead hier von den Bundesliga-Vereinen. Ja, die sterben seit Jahren und leben trotzdem. Ja, ja. Nicht Runde alle an. Aber da haben sich mittlerweile zu viele Menschen dran versündigt und ihr Geld dran. Das stimmt. Ja, also ich, wenn ich hier ein paar Namen... Wenn ich mich in Rage rede, dann kriege ich eine einstweilige Verfügung. Wir reden bei der Und lass mal weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Mainz sehe, wenn ich Wolfsburg sehe, dann glaube ich tatsächlich, also Mainz, keine Ahnung, die holen vielleicht noch 4 oder 5 Punkte, wenn überhaupt. Allerdings muss der FC natürlich dann auch mehr als 10 oder 11 holen. Und das ist das Problem. In Hoffenheim kannst du nicht davon ausgehen, dass du gewinnst. Und ich glaube nicht, dass man Gladbach unterstellen sollte, dass sie absichtlich in Mainz verlieren, weil die wollen ja auch noch in die Europa League. Aber klar, Mainz kann auch zu Hause gegen Gladbach gewinnen. So, das habe ich relativ viel zusammengefasst. Aber trotzdem, der Weg vom FC, à la Bonheur, imponiert mir. Okay. Das haben wir den Norbert auch mal ins Spiel rufen, weil du hast ja, also, um uns mal klar zu sagen, ich habe zwar das Mikro in der Hand, ich gebe es aber auch gerne ab und dann könnt ihr auch richtig, antworte ich mal, er hat dir widersprochen, er hat gesagt, du hast keine Ahnung. Das habe ich nicht. Ich halte sie nur an. Fake News. Norbert. Ja gut, okay. Wie gesagt, ich bin froh, dass der Stefan Rutenbeck jetzt unser Trainer ist. Und ich würde mich freuen, dass wir am 12. Mai die größte Party in Köln feiern können. Das ist eigentlich mein Wunsch. Ich wäre dabei, also dann wäre nicht das Problem. Ralf, ich fange trotzdem nochmal an. Wir haben ja im Winter, muss man ja auch sagen, wir haben noch 2 Leute dazugekommen, die, glaube ich, noch das Spiel verändert haben. Also Simon Terodde, gerade in den ersten Spielen extrem erfolgreich auch gewesen, viele Tore gemacht, im Moment ist er so ein bisschen im Laufreihe auch verletzt. Aber auch Pozzetto, den ich eben schon angesprochen habe, wie sehr haben die unser Spiel verändert und ist das auch schon ein Schlüssel gewesen? Ja, also meiner Meinung nach ganz sicher. Also Terodde, wenn man den Transfer gesehen hat und dann hat man so mit dem einen oder anderen informierten Fan gesprochen, ich sage, der hat doch in Stuttgart nichts mehr gebracht. Das ist ein super Zweitligaspieler, guter Einkauf für die nächste Saison also. Und dann macht er direkt da eine gute nach der nächsten. Ich glaube, hätte man vielleicht so nicht voraussehen können, aber ein super Neuankauf. Cossiello, weiß nicht, wenn man dem zuschaut, selbst wenn man jetzt nicht der absolut eingefleischte Fußballfan ist, scheißt er mit der Zunge. Also der Junge kann was am Ball und ich weiß nicht, ob man den auch am ersten Tag bringen muss. Ja? Wenn er da ist, der Trainer wird das besser wissen, wie viel Zeit aber er hat. Aber noch kein Spiel, also zum ersten Spiel. Ja, also im ersten Spiel nicht. Aber ich glaube, dass das jemand ist, der spielerisch den FC weiterbringt. Ob wir dann in der ersten oder zweiten Liga spielen nächste Saison, das ist glaube ich egal. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall hat Cossiello das Spiel verändert. Ja, man sagt, ich brauche keins. Und von daher, Frank, du bist sofort dran. Natürlich, dass das ein Spieler ist, der beim FC lange gefehlt hat.
Ich glaube, das sagen viele, das höre ich so in der Fanbase auch, ne, dass viele sagen, endlich haben wir wieder mal einen, der Fußball spielt. Weil man muss nichts gegen Matze Lehmann, der jahrelang jetzt hier wirklich tolle Leistungen noch geboten hat, auf der kämpferischen Art und Weise, spielerisch okay, aber wir haben ihn ja auch schon hier gehabt, also er hat wirklich große Leistungen vollbracht. Aber jetzt haben wir einen Fußballer da, der vom Ansatz her doch ein anderer ist. Hat das den FC über Jahre schon gefehlt? Ja, das ist ja eigentlich das Bedauerliche, dass aus Fansicht, es gab ja warnende Stimmen genug. Es wurde seit Jahren gesagt, wir brauchen endlich mal einen offensiven Mittelfeldspieler, der Ideen ins Spiel bringt. Es wurde immer die Frage aufgeworfen, was passiert denn, wenn mal zum Beispiel ein Risse oder ein Wittenkurt ausfällt? Wir haben keine Packs ab auch außen. Und eben der Punkt obendrauf am Schluss war eben, dass wir ohne jemanden in die Saison gegangen sind, der jemals in irgendeiner Profiliga mehr wie 6 Hütten gemacht hat. Und das war ja grob fahrlässig, deswegen möchte ich den Herrn Stöger, obwohl er wahrscheinlich intern beteiligt war, aber das kann ich ja nicht erkennen oder nicht beweisen, insofern den Schutz nehmen, wir sind ja relativ waffenlos in die Saison gegangen. Also ich finde, was ich da jetzt sehe, sehr gut, aber man muss natürlich auch sagen, wir hatten keinen Mittelstürmer. Herr Cordoba ist kein Mittelstürmer, von dem ich 6, 7, 8 Tore erwartet habe, der nie in seiner Lebenslaufbahn im Seniorenbereich erzielt, konnte man nicht erwarten. Wir hatten auch sonst keinen Spieler im Kader, der jemals mehr wie 6 Tore gemacht hätte. Deswegen war die damalige Auffassung, ja, das hat der Modeste ja nur aufgrund der Mannschaft gemacht, wir werden das jetzt auf viele Schultern verteilen, relativ gewagt, weil es muss natürlich ein Potenzial sein, diese Tore zu machen. Also es hat von Anfang an Offensivpotenzial gefehlt und im Mittelfeldpotenzial gefehlt, auf Außenpotenzial gefehlt. Und das ist eben, das spielt Herrn Rutenbeck, der eine super Leistung bringt, auch ein bisschen in den Karten, dass wir natürlich jetzt endlich mal wieder einen echten Mittelstürmer haben und endlich mal wieder einen echten offensiven Mittelfeldspieler. Und das ist natürlich was, wo viele hier, ich meine, das wurde ja auch hier oft diskutiert, schon seit Jahren geschrieben wurde. Und deswegen war das ja so unverständlich, dass wir so waffenlos da in diese Saison gegangen sind. Nochmal, ja. Frau Mann, Thomas, wie er das sieht, gerade jetzt in Bezug auf das. Ich möchte mal das ein bisschen schon unterstützen, was der Norbert gesagt hat. Peter Stöger hatte hier große Erfolge, ohne Zweifel. Und das fing mit dem Aufstieg an und wird in der Liga bleiben und sonst was. Und dann das absolute Glanzstück natürlich Europa. Allerdings, wenn man mal auf den zweiten, dritten Blick hinterfragt, dann muss man ja auch gucken, man war immer abhängig von einem Stoßstürmer, meistens mit langen Bällen operiert. So die ganz große Spielidee war es ja nicht. Und ich sage mal, dass wir nach Europa gekommen sind, hat mit großer Leistung zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass viele andere Vereine teilweise völlig versagt haben. Leverkusen völlig unter der Nasenlupe gespielt, Schalke und so weiter. Und jetzt sehe ich Ansätze von Fußball unter ihm, mit neuen Spielern auch, die Federn auch teilweise geholt hat. Haben wir einen Paradigmenwechsel beim FC? Also man muss schon sagen, am Anfang der Saison, das war aber auch völlig klar, wenn du Fünfter wirst und Europa League spielst, spielen alle Gegner anders gegen dich. Ja, in den Saisons davor war es immer klar, wir haben auf Sicherheit gespielt, wir haben uns auf Modest verlassen. Wenn du aber dann als Europaligist irgendwo auftrittst, spielen die Gegner auch schon anders gegen dich und dann musst du dich auch fußballerisch wehren. Deswegen war der Schrei nach dem Mittelfeldspieler wahrscheinlich sehr groß. Was ich aber auch sagen muss, ich glaube, Cordoba hat mit Sicherheit ein Potenzial, aber der hat auch einen Rucksack an. Du musst den 40-Tore-Mann ersetzen, was für so einen jungen Spieler, glaube ich, auch sehr, sehr schwer ist. Girassi hat mal 3, 4, 5, 6 gute Spiele gemacht, auch ein paar Tore erzielt. Aber es ist ein sehr junger Spieler, das ist normal, dass die Leistungskurve rauf und runter geht. Und da kamen so viele Sachen zusammen, die das Ganze so schwierig gemacht haben. Wir haben noch gar nicht davon gesprochen, dass wir in der Hinrunde, glaube ich, 12, 13, 14 Verletzte permanent hatten. Die hat der Herr Rutenberg natürlich jetzt nicht. Er kann aus dem Aber Fall er ist schaffen. Am Ende der Saison. Ja, aber auch das kommt immer zum Tragen. So, jetzt kann er aus dem Vollen schöpfen, er hat eine Spielidee, wir spielen offensiver, müssen wir auch, weil Unentschieden bringen uns nicht weiter, die Spiele werden weniger. Wir haben mit der Rolle einen, der natürlich eine Körperlichkeit mitbringt, auch vielleicht mal 2 Gegner binden kann. Cuciello ist ein herausragender, feiner Fußballer, alle sind fit oder fast alle. Und mit dieser Leidenschaft und die Emotionen, die der Trainer noch reinbringt, die Fans mit ins Boot holt, spielen wir einen ganz anderen Ball. Und man merkt das ja auch im Stadion oder auch im Umfeld, dass sich da jeder mit identifizieren kann. Und dass es auch Spaß macht, zuzugucken. Okay.
Ja, ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass der FC einen ganz anderen Fußball spielt als die letzten Jahre. Wobei, ich will auch gar nicht so viel über die Vergangenheit reden. Nur wenn ich Aufsteiger bin im ersten Jahr, da kann ich schon verstehen, wenn ich erstmal auf Stabilität gehe, auch wenn ich der große erste FC Köln bin, der früher als weißes Ballett getanzt hat. Und dann komme ich mit der, nein, ist ja so, dann komme ich mit dieser Spielweise, komme ich weiter. Ich stabilisiere mich und natürlich können wir über einzelne Spieler sprechen. Wir können natürlich darüber sprechen, dass Matthias Lehmann sicherlich nicht ein Spieler ist, der eine Spieleröffnung macht. Trotzdem hat er hier 3-4 Jahre seine Leistung gebracht. Wir können natürlich darüber sprechen, dass er auf Risse und Bittencourt sitzt. Das haben wir eben auch besprochen. Ich glaube, die beiden haben in den letzten Jahren keine verletzungsfreie Saison durchgespielt. Ich glaube, Risse einmal. Das war vielleicht ein bisschen das Problem. Ich glaube auch, dass man gedacht hat, naja, wir sind jetzt Fünfter geworden, das werden wir nicht schaffen, aber wenn der Kader einigermaßen dabei bleibt und man das mit der Europa League einigermaßen auffängt, dann muss das reichen für Platz 10 bis 14. Das war sicherlich so ein bisschen das Denken. Das ist in der Vorrunde komplett aus dem Ruder gelaufen, da gab es sicherlich auch zwischenmenschliche Verwerfungen. Da kann sich der eine Spieler da vielleicht ein bisschen ausweinen und der andere sagt, ich kenne den Plan für ein länderspielfreies Wochenende eh schon, aber das ist ja jetzt Vergangenheit. Ich glaube, dass die Ausgangsposition in der Winterpause uns nützt eh. Was du gerade gesagt hast, Unentschieden nützen nichts. Also wir spielen jetzt auf Sieg. Und spielen auf Sieg kannst du nicht, indem du dich hinten reinstellst, nur mauerst und ab und zu, da wird dir mal ein Glückstreffer gelingen. Also die Mannschaft versucht Fußball zu spielen. Sie ist aber auch besser besetzt jetzt gerade, weil Cosello, wie du sagst, ist ein richtig feiner Fußballer, gefällt mir. Bittencourt finde ich richtig gut. Und Stefan kann ja sicherlich gleich auch nochmal Stellung zu nehmen. Ich darf ihn übrigens duzen, den Trainer, weil wir eine gemeinsame Fußballvergangenheit über den Verein haben. Ich habe ihn zum Beispiel am Anfang gefragt, er hat gesagt, Jojic ist ein Schlüsselspieler, dann war der plötzlich irgendwann mal gar nicht mehr im Kader. Dann kommen andere von der Tribüne zurück, denke ich, boah, gewagt, funktioniert auch. Also im Moment kann er machen, oder kann er ziemlich viel machen, was er, ja, also er kann am Wochenende variieren und es funktioniert, aber vielleicht ist das auch eine Sache. Oft sagt man ja dem Trainer, boah, ich muss dem Spieler eine Sicherheit geben, damit er sich mal 5 bis 7 Spiele einspielen kann. Vielleicht sagt er, ich muss eh in jedem Spiel all in gehen. Aber was ich sicher auch als ein Problem sehe, ist, wie soll man als Spieler eigentlich auf dem Niveau jedes Wochenende in ein Spiel reingehen? Es ist fast gefühlt unsere letzte Chance. Also was die Mannschaft mental im Moment leistet oder was ihr abverlangt wird, ist schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Und da muss man auch klar sagen, ja. Das vielleicht auch mal als Adresse an die Mannschaft. Also mir imponiert das unheimlich, dass sie auch solche, da waren ja auch Niederlagen dabei, die unfassbar unglücklich waren. Da kann man jetzt über Videobeweise reden, da kann man über irgendwelche spät gefallenen Tore oder der Timo Horn, der normalerweise mit junger Gott hält sich 2 Tore und macht quasi selbst eine Haut, wenn sonst auch nie passiert, obwohl wir das Spiel gegen Stuttgart völlig beherrscht haben, dass sie danach aber immer wieder aufstehen. Also ganz groß, und da gehört sich auch der Trainer zu, also à la Bonheur. Ich hoffe, das klingt euch weiter so. Also, nur nicht mehr so oft umfallen. Einfach nur stehen bleiben. Norbert, ich komme nochmal zu dir. Da du dich eben ein bisschen kritisch geäußert hast über die alte Spielweise, die neue Spielweise wird dir, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber was ist jetzt wäre deine Idee für die nächsten 7 Spiele, die es noch sind? Wie muss der FC jetzt agieren? Weiter volle Attacke? Also, am liebsten 7-mal gewinnen. Ach, so einfach ist das. Ja, ja, gut. Wenn man rumweg, wir haben alles geklärt. Ne? Also hast natürlich vollkommen recht, blöde Frage eigentlich auch, aber dennoch, also vielleicht ein bisschen detaillierter. Also ich glaube, dass hier die, wie viele Leute sind wir jetzt? 80 hier oder? Um die Ecke, okay. Ich glaube, jeder ist ja Trainer, ne? Und manchmal denke ich auch, was macht der, ich sage jetzt auch mal Stefan, obwohl wir uns noch nicht geduzt haben, ich denke manchmal auch, wieso spielt der und der und der. Aber das Komische ist, ich habe bei ihm irgendwie ein ganz anderes Vertrauen als beim Peter Stöger. Jetzt höre ich mal auf mit der Kritik an Stöger. Und ich denke manchmal, wieso spielt der nicht? Wieso für mich ist so ein Lieblingsspieler eigentlich der Klünter. Und, aber es wird wohl einen Grund haben, wieso der Lukas im Moment nicht spielt. Aber man hat ja so als Fan so seine Lieblingsspieler. Aber ich bin nicht jeden Tag beim Training. Und als Trainer sieht man natürlich auch so, wie ein Spieler sich im Training verhält da kann ich als Außenstehender nichts zu sagen, aber beim Stefan Rundbeck habe ich irgendwie ein Vertrauen, dass er wirklich die beste Mannschaft spielen lässt und mir gefällt einfach als Fan, ich will mir jetzt nicht einschmeicheln oder eben, das ist einfach wieder Fußball, dem mir beim FC Köln gefällt. Und ich sag mal jetzt die Frage von dir,
wir haben eigentlich keine Chance mehr. Und die wir, haben, die müssen wir nützen eigentlich. Nicht? Und wir können auch Bayern München schlagen. Also man, in der Bundesliga kannst du jede Mannschaft schlagen. Und es gehört natürlich ein bisschen Glück dazu. Und so viel Pech, wie wir schon hatten, mit Videobeweis und alles, das muss ja irgendwann mal... Was die Fans gesagt haben, hast du spontan was, wo du sofort sagst, da muss ich jetzt was gerade rücken oder hau einfach rein, was denkst du? Also erstmal muss ich sagen, also ich bin nicht überrascht jetzt wegen so viel Kompetenz, aber all das, was gesprochen worden ist, auch zu Beginn war es auch ein bisschen kritisch in Sachen Defensive und wie er das auch dann analysiert, viele Risiko, eben habe ich gehört, all in. Das sind alles Dinge, die entsprechen genau dem, was gerade so passiert. Oder die Tatsache, dass aufgrund der mentalen Geschichte einfach du nicht auf 11 Spieler setzen kannst. Also das funktioniert nicht. Ich habe vor ein paar Wochen genau das erzählt mit Miloš Jovic, habe ich gesagt, Führungsspieler. Und er war auch in der Phase ein Führungsspieler, hat entscheidende Tore gemacht, entscheidende Tore vorbereitet, hat sich aber dann leider verletzt. Was so keiner mitbekommen hat auch, ist einfach, der hat sich dann 3 Wochen mit einer Verletzung durchgeboxt. Der wollte die Mannschaft nicht im Stich lassen. Ich habe es aber dann gemerkt, einfach dann im Training, er konnte nicht mit Intensitäten fahren, hat dann wirklich ein Grottenspiel gemacht. Ich habe ihn dann zum Arzt geschickt und dann kam halt Muskelfaser das bei raus. Das sind so Dinge, die kannst du leider auch nicht so publik machen. Ne? Also das zeigt aber auch, dass die Spieler wirklich eine totale Identifikation mit dem Verein haben. Also da hast du, das habe ich auch so noch nie erlebt. Ich habe ja auch schon ein bisschen zweite Liga gemacht und auch ein paar Jahre. Und aber so eine Truppe, die auf so viel FC steht, habe ich noch nicht erlebt. Muss mir ganz klar sagen. Spricht auch ein bisschen für den Vorgänger, oder? So ein Geist muss der erstmal reinkriegen. Ne? Also bei mir eben wurde ja auch schon ein bisschen kritisch darüber gesprochen, aber spricht ja auch ein bisschen dafür. Also erstmal muss ich sagen, also ich glaube, dass der Peter mit seiner Art und Weise das Maximum rausgeholt hat. Und das ist halt auch dann auch als Erfolg zu werden. Es ist nicht die Art und Weise, die für mich steht, ganz klar. Das sieht man. Ja, aber ich sag mal, auch das, wie es auch analysiert worden ist. Peter stand einfach für Stabilität, für Mittelfeldpressing, dafür, dass Spieler, die ein Potenzial haben, auch die entsprechend ausleben dürfen, wie Modeste zum Beispiel. Und das hat er gut gemacht. Und ich war auch überrascht damals, dass der FC in der Euroleague war. Und das muss man auch dem Trainer mit Sicherheit auch mit anschreiben, definitiv. Eine Frage, bevor wir auf die Kollegen was dazu sagen. Wenn ich das eben richtig verstanden habe, du stellst nicht nur nach, auch natürlich hauptsächlich wahrscheinlich nach Trainingsleistung auf, aber du stellst auch darauf auf, wer momentan am ehesten der Situation gewachsen ist oder wer sich mental vielleicht nicht so in einem tiefen Loch befindet aufgrund mancher unglücklich gelaufener Spiele. Ist das richtig? Ja, nehmen wir nochmal einen Zoller zum Beispiel. Also der Zoller, das ist so mit seiner Art und Weise so ein bisschen Drecksack. Ne? Also, und ich habe dann halt gemerkt, dass in beiden Spielen, die wir verloren haben, vielleicht brauchst du jetzt genau so einen im Spiel. Das ist eine reine Bauchentscheidung gewesen. Ich habe dann irgendwie für mich dann festgestellt im Spiel, der will es auch mir zeigen und auch allen anderen zeigen, weil er auf der Tribüne gewesen ist. Und dem ist, ich sage jetzt mal, nicht alles scheißegal, aber er hat halt so eine Einstellung von wegen, mir egal wer der ist, ich gehe ins Laufduell, ich hau den weg, ich tunnel den, ich scheiß drauf. Ne? Und manchmal gibt es Spiele, da brauchst du genau so einen Typus. Und der Pizza hat zum Beispiel in den beiden Spielen zuvor sehr ordentlich gemacht. Die Entscheidung war wirklich schwierig für mich, ja? Weil Pizza es gut gemacht hat, aber ich hatte das Gefühl gehabt einfach, gegen Leverkusen brauchst du einen anderen Typen. Und ja, ich gehe immer mit meinem Trainerteam all in und wir schauen, wer passt zum Tar, Innenverteidiger von Leverkusen, wer passt jetzt zu Benny Hübner. Manchmal ist es die gleiche Elf der Vorwoche, manchmal müssen aber auch 3 neue rein. So haben wir es auch der Mannschaft auch angekündigt zu Beginn. Also ich habe der Mannschaft gesagt, zu Beginn, ihr müsst nicht davon ausgehen, dass es immer dann so ein Never-Changing-Winning-Team gibt, sondern wir schauen uns an, wo gibt es Stärken und Schwächen des Gegners und so stellen wir halt auch auf. Thorsten, ich
Thomas, du hast bestimmt mal oft eine Frage auf den Lippen. Und die Kollegen, lasst euch was einfallen, er sitzt neben euch. Aber ich habe noch eine Sache mit Vincent Kozell. Weil es ist ja eben mal gesagt worden, warum habe ich den nicht früher gemacht? Ja. Also, warum habe ich den nicht früher gemacht, den Vincent? Weil wir erfolgreich waren. Wir haben das erste Spiel in Gladbach gewonnen. Daraufhin haben wir dann gegen Hamburg gewonnen. Wir spielen gegen Augsburg unentschieden. Es gab einfach keinen Anlass. Und das, was ich im Training festgestellt habe, einfach, dass er mit seiner Körperlichkeit, die er hat, was auch ein Handicap ist, er einfach mal lernen muss, wie der deutsche Fußball funktioniert. Zudem hat er in Nizza in der Hinserie nicht so viel gespielt. Er hat keine Vorbereitung bei uns gehabt. Das heißt, also, ich musste den testen im Training und dann im direkten Wettkampf. Und ich konnte nicht irgendwas ausprobieren. Dafür waren die Spiele zu wichtig. Und habe dann auf den richtigen Moment gewartet. Wir haben aber mit Vincent viel gearbeitet in Sachen Videoanalyse. Im Training, die Co-Trainer haben mit ihm gearbeitet, so dass wir wussten, wenn er dann kommt, dass er dann auch die Leistung abrufen kann. Denn wir haben schon ein gewisses Potenzial gesehen, was nicht viele Vereine gesehen haben, muss man auch mal sagen. Also ist ja auch nicht normal, dass ein Spieler aus Frankreich, erste Liga, nach Köln kommt, zum Tabellen 18, der eigentlich schon abgeschlagen ist. Das ist nicht normal. So, und da haben wir aber schon was gesehen gehabt, was gut zu uns passen könnte und ja, er passt gut zu uns und er bringt eine fußballerische Note mit, ist aber noch lange nicht so weit. Also wir müssen nicht denken, dass das schon alles gewesen ist, sondern er wird sich noch weiterentwickeln und da ist noch unheimlich viel Potenzial. Passieren würde. Es gibt ja so Etappen in der Rückrunde. Ne? Eigentlich warst du total abgeschlagen, dann gewinnst du am letzten Spieltag in der Hinrunde gegen Wolfsburg, dann gewinnst du gegen Gladbach, gewinnst in Hamburg. So, und dann denken schon alle, boah, wenn wir jetzt noch gegen Augsburg gewinnen, dann sind wir eigentlich schon dran. Ne? Und gegen Augsburg ein Punkt, verliest total unglücklich gegen Dortmund. Gab ja so ein paar Spiele, wo du dann auch hättest schon dran sein können, wenn du in Bremen was geholt hättest oder sowas. Stuttgart war da hoch überlegen. So, dann sagen alle so, okay, Leverkusen ist jetzt eigentlich die allerletzte Chance, doch nochmal ranzuschmecken. Leverkusen spielt eigentlich eine gute Saison. Ich glaube, ihr tut euch ja auch eigentlich gegen die richtig guten Mannschaften fast gefühlt leichter als gegen so Teams wie Augsburg, die vielleicht auch einen destruktiven Ansatz haben. So, und jetzt bist du ja an der Schwelle. Jetzt kommst du nicht mehr um den letzten Anschluss zu packen, sondern jetzt kommst du eigentlich, wenn du Samstag kannst, du im besten Fall auf Schlagdistanz stellen. Ne? Ist das dann nochmal eine neue mentale Herausforderung, nicht nur zu sagen, wir geben uns nicht auf, sondern bleiben dran, sondern jetzt auch wirklich dran zu glauben, dass das passieren kann, was ja vor ein paar Wochen niemand erwartet hätte? Ja, oder 8 Punkte hinten zu liegen. Ne? Also, du hast ja eben auch ein bisschen was angesprochen davon, dass wir zu Beginn nichts zu verlieren gehabt haben. Und dass er schnell lernen musste, ja, auch bei den Profis und auch gerade mit dieser Mannschaft, als ich da war, begonnen habe, also die hatten alle die Hosen voll. Also das ist mal Fakt. Also da hatte, die Jungs hatten 3 Punkte gehabt und die wollten nicht die schlechteste Hinrundenmannschaft aller Zeiten sein in der Historie der Bundesliga-Geschichte. Und das ist immer noch so. Also wir haben eine ganze Menge zu verlieren. Also wenn du jetzt nochmal 7 Mal am Stück verlierst, dann war es dann doch eine Scheißrückrunde. Ja, also der Druck ist enorm, der ist brutal. Also, und die Jungs machen sich bei aller Identifikation, die wir haben, die auch da ist, muss aber nicht nur positiv sein, sondern weißt du, wenn du halt auch für den Verein gewinnen willst und dafür auch alles tust und es geht in die Hose, dann machst du dir nochmal mehr Gedanken darüber, dass du das Spiel verloren hast, wenn es dir scheißegal wird. Und genau die Problematik haben wir auch ein bisschen. Also, wir haben Spieler, das sind richtige Kopfmenschen, die machen sich mit jedem Spiel auch große Gedanken, weil einfach die Mannschaft so ist, wie sie ist. Und ja, es ist mental sehr, sehr anstrengend und wir versuchen, eine gewisse Lockerheit reinzukommen im Training, damit es eigentlich weiter selbstbewusst agiert, weil ich glaube dann, dass du halt dann trotzdem immer wieder Gegentore schlucken wirst, aber halt Tore machen musst. Und zu sagen dann im 4-4-2 und nur verteidigen und so und irgendwie hoffen, dass irgendwo einer mal das Tor macht, so wie es angesprochen ist, wo wir Spieler haben, die in der Vergangenheit halt nie mehr als 6 Tore in der ersten Liga gemacht haben, ist schwierig.
Also musst du die Ideen dicker nach vorne und Chancen kreieren und das machen wir. Und das geht nur dann, wenn du halt auch dich einigermaßen wohlfühlst und dran glaubst, Selbstvertrauen hast und nicht den Kopf zu hast. Und deswegen, ja, richtige Kopfsache. Und deshalb versuchen die Jungs, den Kopf frei zu bekommen, dass sie auch so entsprechend agieren. Das ist ein Mumm. Ne? Schon mal sehr gut zu hören, dass das, ich meine, klar, das heißt gut, das ist definitiv brutaler Druck da, das ist klar. Und einer scheint mit diesem Druck momentan, ich stelle jetzt diese eine Frage noch, dann gebe ich euch das Mikro, ja, da könnt ihr euch dann unterhalten, aber die Frage werde ich noch los vorher. Jon Córdoba, der, ich meine, das kann doch nicht alles gewesen sein. Also, ich meine, habt ihr im Training, habt ihr doch bestimmt schon ganz andere Sachen von ihm gesehen. Ich muss leider sagen, aus meiner ganz persönlichen Sicht, was ich im Spiel bisher von ihm gesehen habe, das hat mich teilweise erschrocken. Ich weiß nicht, ob das auch an Verletzungen lag, ob das am Druck liegt, diese Ablösesumme, was auch immer. Hast du schon mal mit ihm, ist ja keine Rolle, glaube ich, ganz schwierig, mit ihm überhaupt zu reden. Was hast du für einen Ansatz momentan mit ihm? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen aufklären. Also du hast jetzt so viele Dinge da auch schon angesprochen, die auch alle stimmen. Und ja, also... Das ist die Summe von allem halt. Ne? Also John hatte sich eine Sehnenverletzung geholt und er ist Sprinter. Und das ist also so im Muskelbereich die schlimmste Verletzung, die ein Sprinter erfahren kann. Ne? Ein Muskel wird durchblutet, eine Sehne nicht. Und wenn sowas reißt, dann brauchst du lange, um wieder zurückzukommen. Und er definiert sich über Athletik, also über seine Sprints. Und die sind erst vor kurzem wieder bei 100%. Ja? Und zudem, ja, er macht sich Gedanken. Und wir arbeiten da auch immer wieder mit dem Dolmetscher oder mit Pizzat. Und wo wir da im Austausch sind und da merkt man schon auch, dass er auch gehemmt ist und sich da wirklich auch Gedanken macht. Also der macht das nicht mit Absicht, sondern der will eigentlich zurückzahlen, unbedingt. Und er hat das Potenzial, er könnte mehr. Ja, es ist, also für mich ist auch ein Problem, dass wenn die Trainer, glaube ich, danach nochmal bestätigen, ich habe keine Vorbereitung gehabt. Ne? Also du, da kommt Dominik Maro ist so ein gutes Beispiel zum Beispiel. Ne? Also jeder sagt natürlich zu mir, Rotenbeck, warum bist du Dominik Maro nicht früher? Aber kann der 90 Minuten? Woher soll ich das wissen? Also ich hab anderthalb Wochen Vorbereitung gehabt. Dominik Maro kam irgendwann dann mit dazu. Irgendwann nach dem 20. oder 21. Spieltag oder 19. Spieltag. Und die drei da hinten, die haben es relativ ordentlich gemacht. Klar kann man über den einen oder anderen Spieler auch immer wieder diskutieren, hundertprozentig. Aber wenn du keine Vorbereitung gehabt hast, wenn du nicht mal testen konntest, großartig, dann ist das einfach schwierig. Ja, dann irgendwie auch dann Spieler zu bewerten. Und das ist, ob das bei John ist, ob das bei Maro gewesen ist in der Vergangenheit. Nur müssen sie halt dann, wenn sie spielen, funktionieren. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht gegen Frankfurt. Es hat ja keiner nachgefragt. Keiner hat ja richtig nachgefragt, Rundenbeck, wo war denn der Fehler? Aber es war auch ein Fehler, den John da zu bringen, weil er war noch nicht so weit. Und das hat ihn da in dem Spiel, also ich habe ihn ja von Beginn an spielen lassen, das hat ihn einfach runtergezogen. Er hat dann selber gespielt, ach du Scheiße, dachte ich, brauche noch ein bisschen und dann sind in der Phase dann die Spieler an ihm vorbeigezogen. Zudem die Problematik der Kaderplanung. Also ich habe so viele Stürmer im Kader, du kannst ihnen allen gar nicht gerecht werden. Also dann, du hast einen Osako, du hast einen Bittencourt, du hast einen Zoller, der sich auch eher im Zentrum sieht. Du hast einen Terror, der jetzt, dann hast du einen Gyrassi, der in der Hinrunde die meisten Tore gemacht hat. Dann hast du einen Córdoba, das sind so viele. Und du kannst eigentlich ja nur zwei Plätze vergeben, wenn überhaupt. Und Osako, das seht ihr ja selber, was der für eine Entwicklung nochmal jetzt genommen hat. Also der ist ja unersetzlich. Und Terror hat getroffen, da kann ich nach Pizza jetzt fragen oder nach Zoller fragen oder was weiß ich nach wem, weil du halt auch nur zwei Stunden rum kannst. Und da ist natürlich dann, wenn du dann Sex hast, dann ist es ein Problem. Absolut. Leute, haut rein. Ja, Stefan, eine Frage von mir. Mit Bezug auf die Aussagen von Timo Horn, gestern im Interview, glaube ich, im Geistblock war es. Es gibt ja so dieses Ideal der Fans, dass man sagt, ist ja super, wenn der Verein möglichst viele Leute aus dem Umland, aus Köln selber mit reinholt. Den Schmack nie so eingeschätzt, dass er jetzt jemanden holt, nur weil er eine Kölsche ist, sondern die sind auch gut gewesen. Aber macht das jetzt in der jetzigen Phase einen Unterschied, dass du das Gefühl hast, da ist eine
Identifikation der Mannschaft mit dem Verein da, dass nicht jede Minute das Handy der Spieler klingelt und der nächste Spielerberater einen neuen Job anbietet und so nach dem Motto, es entsteht der Eindruck, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, sondern dass man sagt, wir wollen jetzt bis zum Ende hier alles geben, alles leisten, um den Klassenerhalt noch zu schaffen und dann weiter im Verein zu sein. Ja, also... Also alle Spieler, mit denen ich da auch mal dann ins Gespräch gehe, mit solchen Themen halt, geben mir das Gefühl, dass sie nicht den Verein verlassen wollen. Also es ist keiner, der irgendwie mir Anzeichen gemacht hat, er will gehen. Wir hatten im Winter einen Spieler gehabt, der gehen wollte. Aber es hat auch mit der Konkurrenzsituation zu tun. Er hat einen Nationalspieler vor sich gehabt. Und auch das war nachzuvollziehen, finde ich. Ne? Und der einfach gemerkt hat, dass er an dem nie vorbeikommt. Aber ansonsten, das ist Wahnsinn. Ne? Also das ist so, wenn du dir anschaust bei den anderen Mannschaften, die unten stehen, wo dann... oder die Spieler dann erzählen, nicht nur beim HSV, wo dann die Spieler noch erzählen, wollen den nächsten Schritt nach England machen oder habe ich jetzt gestern oder vorgestern gelesen, ich glaube, Meisterspieler war es. Das passiert halt hier nicht und die wollen alle bleiben, weil die fühlen sich sehr, sehr wohl im Verein und die Gruppe ist zusammengewachsen. Wir haben ja auch im Winter jetzt keine 10 neuen Spieler geholt, wir haben auch nur 2 geholt. Ja, also auch das, glaube ich, machen Vereine in so Situationen nochmal anders, wo vielleicht auch nochmal 6 oder 7 kommen und dann nochmal aussortiert wird, in die U21 dann Spieler verschoben werden. Das haben wir alles nicht gemacht, sondern wir haben im Grunde genommen sogar noch für eine größere Gruppierung an Spielern gesorgt. Wir haben Spieler aus der U21 hochgezogen, aus der U19, haben geschaut, können die funktionieren. Und die haben es alle mitgetragen. Da ist auch keiner irgendwo stinkig gewesen, dass er dann den Schritt wieder zurückgemacht hat. Also das ist schon eine Sensation, also wie die Spieler damit umgehen und wie viel Herzblut die mitnehmen und viele sprechen von Timo Horn, aber Marco Höger zum Beispiel ist ja auch ein Kölner, ne? und ich auch, ne? Also und wir leben den Verein auch und versuchen halt auch den Spielern das auch so mitzugeben, viel Herzblut zu haben und Leidenschaft mitzubringen, weil manchmal dann kann dann trotzdem nochmal Leidenschaft und Intensität dann auch Talent schlagen. Ja, das ist so, obwohl wir auch genug Talent haben. Okay. Nur ganz kurz, eine ganz kurze Frage, auch natürlich mit dem Augenzwinker zurück. Ist es nicht nur trotzdem vielleicht auch so, also ich gebe das recht, was bei meinem Verein passiert, ich bin ja da leider nicht in der Verantwortung, das ist nicht gut. Aber ich habe mir heute auch mal überlegt, weil ich das gelesen habe von den Spielern. Ich frage mich aber auch, und das wäre ja in dem Falle positiv, wenn Höger, er ist ein Kölscher, der hat ein FC-Herz, klar, aber wenn er absteigt, kriegt er in der Bundesliga nochmal was? Oder auch Timo Horn, wenn er das sagt, wo sind jetzt im Moment die Plätze bei Spitzenclubs frei in der Bundesliga? Also Schalke ist besetzt, Bayern ist, Dortmund ist ein Verein, der mir einfällt. Heißt das, müssen wir das wirklich dann auch so nehmen, dass wir sagen, das ist wirklich eine ganz besondere Art der Identifikation oder spielen die Jungs auch wirklich tatsächlich um ihre eigene Zukunft in der Bundesliga, was übrigens nicht verwerflich wäre, denn das ist ihr Beruf und wenn sie dann so die Klasse haben, ist das auch völlig noch. Bist du ein Schlauer, ja? Habe ich eigentlich eben noch nie gedacht. Ja, ich glaube natürlich auch, ja, also... zu schauen auf dem Markt natürlich, wo es da Möglichkeiten gibt, hast du vollkommen recht. Also da wird nicht jeder beim FC Bayern München unterkommen, ne? Das ist auch klar. Ich glaube aber schon, dass es halt gerade für Timo und auch für Marco einen Markt gibt. Schau mal auf die Insel und da werden dann auch mal andere Gehälter bezahlt als bei uns in Deutschland. Also da wird es schon einen Markt geben. Aber klar, trotz all dem natürlich wird sich der ein oder andere auch sagen, wenn du halt natürlich absteigst, sang- und klanglos, dann ist dein Marktwert nicht besonders hoch gerade. Und vielleicht ist es dann nachher dann doch besser, als Aufsteiger aus der zweiten in die ersten Liga nach Schalke zu gehen oder weiß was ich wohin. Keine Ahnung, kann natürlich sein.
Ich finde aber trotzdem, du gehst gerade vom Schlechten aus. Und was auch dein gutes Recht ist. Aber ich habe aus den Gesprächen heraus ein anderes Gefühl entwickelt. Ne? Ich habe das Gefühl entwickelt, dass sich da viele Spieler mit dem Verein wirklich sehr, sehr identifizieren. Also, ja, auch Armin Fee, der unterstreicht das ja auch. Also schaut mal, Jonas Hector hat letztes Jahr Barcelona abgesagt. Weißt du, und wenn der jetzt dieses Jahr nach Abschied nach Barcelona gehen sollte, finde ich das für absolut legitim. Weil der schon nochmal schauen muss mit 27 Nationalmannschaft und sowas. Aber er hat halt schon großen Clubs abgesagt. Ne? Und ich glaube, es ist auch gar nicht klar, dass er geht, wenn wir absteigen sollten. Also das glaube ich noch gar nicht. Aber ich finde in so einem Fall, glaube ich, wäre es das Normalste der Welt. So, dann hat der Trainer auch mal eine Trainerfrage. Du hast ja eben schon beantwortet mit Dominik Barrault, warum er vielleicht nicht so früh gespielt hat, wie wir uns das alle erhofft haben. Kam die Idee mit Meret rechts erst gegen Leverkusen oder gab es davor vielleicht schon eine Idee? Weil ich kriege das ja immer mit, wenn ich den FC gucken gehe, das ist jetzt, soll jetzt nicht diskutierlich klingen. Also wir haben ja dann in der Kneipe, auch wo ich gucke, 100 Leute und die schimpfen dann immer alle auf Sörensen und auf den Nächsten und auf Lehmann und wie auch immer. Ich kann ja den Trainer schon ein bisschen verstehen. Gab es da keine andere Möglichkeit? Ich meine, Klünter war auch oder ist außen vor, dem Druck vielleicht nicht gewachsen oder außer Form, ich weiß es nicht. Andere Ideen, die der Trainer gehabt hätte oder Möglichkeiten? Ich habe auf die Frage so gehofft. Weil ich muss die Lanze brechen für Sörensen. Also doch, muss ich. Muss ich. Weil ich ja auch schon mal so ein bisschen lese und Freddy ist dann schon auch in den letzten Wochen häufig eine Kritik gewesen. Aber, passt auf. Spiel gegen Werder Bremen. Dann kommt er raus. Zur Halbzeit. 1:0 fällt nach Block. Standardsituation. Hat der Freddy nichts mehr zu tun. Kommt raus. Trümmerbruch. Kriegen noch zwei Gegentore. Ohne Freddy hat Freddy nichts mehr zu tun. VfB Stuttgart. 3 Gegentore bekommen. Ersten beiden Tore, beide über unsere linke Seite. Timo sah nicht so gut aus. Hüppi rutscht aus. Hat Freddy nichts mehr zu tun. Das dritte Tor fällt über Beck, über die andere Seite. Hat Freddy nichts mehr zu tun. Ich lese aber ständig Rutenberg und Rutenberg so raus. Ich denke, warum geht keiner an andere Spieler dran? Warum immer den Freddy? Weil ich glaube, aus der Vergangenheit. Ich glaube, dass ihr alle irgendwo, alle vielleicht nicht, ne, der eine oder andere, vielleicht halt auch mal da irgendwo mal gesehen hat, war an einem Gegentor beteiligt. Und dann ist ein Spieler in so einer Schublade drin. Und das kann ich so nicht stehen lassen, muss ich sagen. Weil, pass auf, weil Freddy macht sogar Tore. Gegen Busbüttchen Gladbach macht er 1:0. Und ich kann mich an das Spiel erinnern gegen Leipzig, da macht er eine zweite Halbzeit und nimmt den Bruma auseinander in der zweiten Halbzeit. Und ich habe trotzdem gelesen danach, warum holt er denn Sörensen nicht raus? Also habe ich ein bisschen anders gesehen. Aber auch das natürlich ist gar kein Problem. Jetzt kommen wir auf Dominik Marot. Okay. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit gehabt, Dorme im Wettkampf zu testen, weil man im Wettkampf auch nicht testet. Sondern ich habe mich auf die Jungs verlassen, die auch in der Phase, wenn ich an das Wolfsburg-Spiel denke, wir haben gegen Wolfsburg 0 gespielt, wir machen gegen Bayern München ein richtig gutes Spiel, wo die drei auch gespielt haben. Wir machen ein super Spiel in Hamburg 0. Also ja, und mit dem Gegentor, finde ich, hat er nicht so viel zu tun gehabt. Es gibt schon das eine oder andere, worüber wir reden müssen. Und Dominik Marot, um jetzt auch mal wieder den roten Faden zu haben, hat es überragend gemacht in Leverkusen. Definitiv. Und ich bin froh, da 4 Innenverteidiger zu haben, mit entsprechenden Qualität halt auch. Und wir haben ein Problem auf der rechten Außenverteidigerposition. Da sehe ich Klünter nicht. Auch aufgrund der Analyse der Hinrunde, weil er da eine sehr, sehr hohe Fehlerquote gehabt hat. Ich sehe ihn eher im offensiveren Bereich. Sehe aber halt dann da auch. Oder pass auf, mach mal anders. Ich schaue natürlich auch mal in der Hinrunde zum Beispiel, wer war dabei, als wir nur 3 Punkte geholt haben. Da waren Risse nicht dabei. Und der Bittencourt war auch nicht dabei.
Und die Frage, die sich dann stellt, dann, wenn in Risto und Bittencourt wieder fit sind, oder muss ich die fit machen, damit sie dann auch wieder einen Unterschied machen gegenüber anderen Clubs, dann fällt halt ein Klünter raus. Weil halt ein Risse einfach auch nochmal eine andere Qualität hat. Und trotzdem bin ich super froh, so einen Klünter auch zu haben. Also wenn Risse was passiert, dann wird der Klünter auch wieder da sein. Ne? Aber trotzdem, im Verhältnis halt zu dem einen oder anderen Spieler, das ist da nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, das ist völlig normal. Weil es einfach nochmal Spieler sind, die einfach in den Jahren auch auf dem Niveau bewiesen haben, welche Qualität sie haben. Mir ging es jetzt auch nicht darum, hier den lieben Freddy irgendwie in die, ich sag jetzt mal, in die Scheiße zu reiten. Nein, definitiv nicht. Aber ist aus Trainersicht, wenn du eine Dreierkette spielst, absolut in Ordnung, wenn die drei da hinten spielen. Dann haben sie auch natürlich immer gut gemacht. Und Meret ist ja auch sehr gut da reingewachsen. Aber meine Frage war ja auch, warum mit seiner Erfahrung, klar, kannst du es nicht testen? Hätte vielleicht bei dem einen oder anderen Gegentor ein bisschen Ruhe. Hätte man vielleicht verhindern können. Und mit Meret, ich sehe halt einen rechten Verteidiger auch, der halt Fußball spielen kann. Da ist Freddy vielleicht nicht so der, ne, eher der Defensive. Und mit Klüntig, ich sehe ihn auch eher offensiv, klar. Ne? Und wenn man dann als Trainer natürlich nach so einer Vorrunde, wo auch viele verletzt waren, natürlich wieder so viele Möglichkeiten hat, gibt es natürlich auch, gibt es das dann heute auch her. Ne? Ja. Genau. Wenn es heute Abend das erste Mal, dass ich mit dem Trainer nicht einverstanden bin, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein totaler Fan von Klünter. Und ich habe mal irgendwo bei uns beim TuS Klingenhof, das ist Richtung Mönchengladbach, da mal so eine B- und A-Jugend trainiert. Und ein Klünter hätte bei mir immer gespielt. Und ein Sörensen hätte bei mir auch immer gespielt, aber der hätte nur in Zentralen in dieser Kette gespielt. Also der Sörensen ist meines Erachtens von seiner Motorik hier überhaupt kein Außenverteidiger in meinem Sinne. Also von seiner Übersetzung, das ist kein Verteidiger, der modernen Fußball spielen kann. Und der Lukas Klünter war für mich vor es, ja. Ich habe ja auch gedacht, wieso setzt der Stöger den Klünter nicht ein? Und dann, als die Angela Merkel da war gegen Frankfurt, dann bringst du den Klünter mal. Der hat überragend gespielt, der war für mich. Der hat in der U21 war ja im Kader nachher drin und das war für mich ein überragender Spieler, der Lukas Klünter. Und du hast den dann gegen aus der Not raus gegen Freiburg in der Spitze spielen lassen. Er hat sensationell gespielt, der war nachher irgendwann platt, aber er hat sich da wirklich auf deutschen Arsch aufgerissen. Und gut, das ist jetzt, ich bin nicht jeden Tag am Trainingsplatz, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich möchte ihn nicht kritisieren, aber Lukas Klünter ist für mich ein absolut toller rechter Außenverteidiger. Das ist meine Meinung. Und nichts gegen Freddy. Sörensen ist ein toller Spieler, aber ist für mich kein Außenverteidiger. Das für mich auch nicht. Ja, nur kurz, weil es sagt, der Grund dafür, dass der Freddy gerade so auf die Nase bekommt, ist der, dass Koka Rausch weg ist. Und die Fans brauchen nicht jemanden Neuen, über den man herziehen. Das ist nicht so, die sozialen Medien, da wird das Ganze immer so schön verstärkt, die fangen sich an, einen rauszusuchen und du weißt manchmal gar nicht warum. Also genau das, was du sagst. Die haben auch gut gespielt, ja, und dann werden die Leute, wenn man den Koka Rausch mal fragen würde, wie der sich fühlt, warum der den FC verlassen hat, dann ist das genau der Fall. Okay, einmal eins bräuchte ich mal. Ja. Du wolltest auch Pause machen. Ich mache ja gerade Pause. Ihr könnt euch jetzt noch mal überlegen, während ich noch mal eine kurze Zwischenfrage stelle, auch an Thomas, um das jetzt auch noch mal so eine Verbindung jetzt auch zu schaffen. Thomas, jetzt kennst du ja auch schon ihn ein bisschen länger, also ne, da war mal eine Verbindung. Plus Meilen war es, ne, glaube ich. Ich glaube, diese Entwicklung, die Stefan Rothenberg jetzt auch gemacht hat, wir hören jetzt ja auch reden und man hängt ja auch ein bisschen an den Lippen und naja, okay, manchmal kann man jetzt besser nachvollziehen. Er hat ja jetzt auch in der zweiten Liga schon Erfahrung gesammelt, dann U19 und jetzt beim FC. Diese Chance sich generell, also ist er jetzt schon Gewinner, auch wenn der FC absteigen sollte? Ja, das Interessante ist ja, wir haben uns, ich glaube, als du damals in Fürth trainiert hast, ne, haben wir uns mal länger unterhalten. Dann waren wir letztes Jahr, als ich noch bei Sky war, haben wir uns in Karlsruhe mal gesehen, haben wir eine Stunde mit dem Kollegen Stefan Hempel über Fußball gesprochen. Und da haben wir ja auch darüber gesprochen, was er machen will, wofür er brennt. Da haben wir Vereine sind immer so durchgegangen, ne, wo ein Konzept da wäre. Gut, jetzt kommt er hier zum FC als U19-Trainer. Und natürlich ist das schon im ersten Moment mal eine Chance, weil den Abstieg wird jetzt niemand, wenn es einen Abstieg geben würde oder als du angefangen hast, hätte jetzt niemand mit Stefan Rutenberg in Verbindung gebracht. Ne?
Jetzt spielt er eine Rückrunde mit Punkten, 17 Punkte, glaube ich, hast du geholt in 13 Spielen. Und vor allen Dingen muss man ja mal sagen, diese Mannschaft ist ja erstmal wieder auferweckt worden. Ne? Und ich glaube, das merkt man ja auch heute Abend. Er hat ja auch Lust daran, den Leuten das so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze aus seiner Sicht funktioniert. Wenn man viele Spiele verliert, dann sagen die Leute, ja, das kommt da ein Besserwisser um die Ecke, der immer viel erklärt, aber er hat den Erfolg jetzt. Und klar ist, also wenn er hat immer davon gesprochen, wenn wir jetzt noch 7 Spiele verlieren, die Leute haben auch was zu verlieren, kann man nicht vorstellen, dass der FC noch 7 Spiele verliert. Er wird sicherlich als Gewinner rausgehen aus der ganzen Nummer hier. Und eigentlich muss man sagen, aber das wäre was für Vereinsgremienvertreter, da wird er uns sicherlich nichts zu sagen. Also wenn einer, das ist ja die größte Wiedergeburt seit Lazarus, was hier eigentlich passiert. Oder weil wir jetzt vor Ostern sind, noch eine Stufe höher. Eigentlich musst du ja sagen, wenn einer begeisterten Fußball spielt, weil die kannst du ja auch in der zweiten Liga spielen lassen, gibt es eigentlich wenig Gründe dafür zu sagen, wir versuchen das jetzt nicht mit dem Trainerteam, egal was passiert, aber es ist nur in der zweiten Liga. Muss man schon sagen. Chance genutzt, würde ich sagen. Das auch so für dich gedreht sehen, was er gerade sagt, so dieses auch All-In gehen und du hast ja nichts zu verlieren gehabt. Du konntest ja eigentlich nur gewinnen. Das ist auch, du hast ja selbst mal gesagt, dass das völliger Quatsch ist, weil natürlich konnte man noch mehr verlieren. Man konnte noch schlechter agieren, Tasmania, Köln, das ist nicht alle gesagt worden. Wie hast du deine Situation damals gesehen und ja, wie zufrieden bist du jetzt mit dem, was bisher daraus geworden ist und ja, wie zuversichtlich bist du, dass der Abstieg noch vermieden werden kann? Also erstmal zu dem, wie ich das gesehen habe. Also es ist ein bisschen anders. Also ich habe es nicht als Chance gesehen. Ich habe es als Verpflichtung gesehen. Ihr müsst wissen, ich war der Einzige im Verein, der das machen konnte. Ich war der einzige Fußballlehrer, der eine Mannschaft gehabt hat. Und es gab ein Gespräch zu Beginn der Saison mit Jürgen Schmadtke und Peter Stöger. Wo eigentlich das auch mal thematisiert worden ist, dass wenn da mal was passiert, dann wurde auch so geflaggt, wenn der Peter halt einmal zu einem ganz großen Club gehen sollte und so, dann kann der Stefan das ja mal kurzfristig übernehmen oder. Also ich habe das als Verpflichtung gesehen. Dazu bin ich Kölner. Ich habe bewusst den Schritt nach hinten gewählt, also wieder eine U19 zu machen, ohne jetzt, also es gab genug Angebote, um in der zweiten Liga zu bleiben. Genug Angebote, habe mir dann, glaube ich, vernünftigen Ruf dann auch erarbeitet und ich habe es bewusst nicht gemacht. Sondern ich wollte nach Haus, wir wohnen nicht weit weg von Köln, ich habe 2 kleine Töchter und ich wollte mal wieder jeden Abend zu Hause sein. Die Gespräche, die ich da mit Jörg Jacobs gehabt habe, Daniel Mayer und Carsten Schiel, die Verantwortlichen für Nachwuchsleistungszentrum, Jörg Jacobs, die Rechte Hand von Jörg Schnappke in den Jahren zuvor, die waren einfach überzeugend und deswegen habe ich diesen Schritt gemacht. Ihr müsst auch wissen, dass was ich so für mich mitgenommen habe, ist so, dass du in den 4 Jahren zweite Liga, du konntest 0,0 reflektieren. Es geht nur ums Ergebnis. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich da in meine nicht entsprechend entwickeln kann. Also ich bin kein Trainer, der sagt, ich weiß alles, ich kann alles, sondern ich bin noch jemand, der aus den unteren Ligen kommt und der noch viel dazulernen kann und auch lernen möchte. Und deswegen habe ich diesen Schritt gewählt, eine U19 zu trainieren, wo man Dinge probieren kann, die man versucht hat in der zweiten Liga, die nicht immer alles funktioniert hat, aber wo man dann nochmal Dinge probieren kann einfach. Das war einfach so die Idee. Aber beim ersten FC oben dann hat nichts damit zu tun, dass ich eine Chance für mich gesehen habe. Also davon ist der weg. Sondern es ist keine Belastung für mich, aber es ist schon so. Ich habe eben mal so erzählt, ich bin bei den Heimspielen in der Hinrunde oft, haben wir die Kinder abgegeben bei meinem Papa, der wohnt in Kerpen, bin mit meiner Frau dann im Zug zum Stadion gefahren. Und dann habe ich dann schon gehört und erlebt, was die Leute da so im Zug erzählt haben. Dann war klar, als ich das dann übernommen habe, gucken wir mal, sondern du musst abliefern. Die wollen eine Mannschaft sehen, die Fußball spielen möchte, die Leidenschaft mitbringt, und das habe ich den Jungs auch gesagt gehabt. Also, egal ob wir 4-0 verlieren irgendwo, aber die Fans müssen immer das Gefühl haben, ihr habt Gras gefressen, da müsst ihr halt, habt ihr 4 Dinger bekommen, habt ihr 10 gelbe Karten gehabt, ist mir scheißegal. Also ihr müsst immer
den Leuten zeigen, ihr habt alles versucht. Aufgeben darf es nie geben. Und wenn dieses Spiel gespielt ist, wir haben in die Fresse gekriegt, dann werden wir darauf die Woche wieder aufstehen und werden wieder versuchen. Und wenn wir am 30. Spieltag abgestiegen sind, werden wir am 31. Spieltag für die Leute, die ins Stadion kommen, bezahlt haben, wieder alles versuchen. Das ist eine klare Ansage gewesen. So, und da kann ja keiner davon reden, dass es eine Chance für mich gewesen ist. Sondern wenn du so reingehst, kann es sein, dass es im Nachhinein so sein wird, dass ich dann trotzdem meinen Marktwert erhöht habe. Aber damit habe ich mir 0,0 Gedanken gemacht, sondern wir machen uns jeden Tag und jede Woche Gedanken darüber, wie wir die Mannschaft wieder aufbauen können, wie wir neue Impulse setzen können, welcher Spieler passt auf den nächsten Gegner, welche Inhalte wir setzen. Und da sind keine Gedanken, ob ich jetzt Gewinner bin oder nicht. Also definitiv nicht. Und ist mir auch, muss ich auch sagen, Leute, die mich kennen, die wissen das halt auch. Ich bin sehr, sehr bodenständig, bringe viel Demut mit. Und ist mir auch scheißegal. Also ich habe das auch, irgendwo mal gelesen, da hieß es, Rutenberg, wenn du, so Bildzeit hat er gefragt, wenn ich dann nur verbrannt worden bin in der Zeit. Ne? Selbst wenn das so wäre, selbst wenn der arme Fee sagt, Steffen, das war's, und der Labbadia wollte halt nicht vorher, weil er wollte den absteigen. Und ich habe 20 Erstligaspiele gemacht für meinen Verein, habe ein Euroleague-Spiel gemacht für meinen Verein. Da werde ich meinen Enkel von erzählen, und da bin ich viel, viel zu sehr auch noch Fan. Also habe ich alles richtig gemacht. Das hören wir natürlich gerne. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie spät haben wir es eigentlich? Ich habe gerade keine Ahnung. 20 nach 9 schon, verdammt nochmal. Deswegen, also ich würde euch jetzt bitten, einfach wer noch eine Frage hat, dann werdet ihr jetzt noch los. Weil wir wollen ja auch noch über das ganz wichtige Thema Vereinspolitik reden. Also da gibt es eine ganze Menge, die wir zu besprechen haben. Und nach hinten raus, irgendwann machen die, glaube ich, in den Laden dicht, und die auch wenn wir viel Umsatz machen. Von daher bitte jetzt so eine kurze Abschlussfragerunde an Stefan Rundbeck, und ich glaube, der Thomas fängt an. Ja, die letzte Frage, die ich mir stelle, das Wochenende steht vor der Tür. Ich spiele gegen Hoffenheim, schwieriger Gegner, glaube ich. Für mich so eine Art Wundertüte. Ich glaube, an einem guten Tag können die dich 4-0 wegschießen. An einem schlechten Tag kannst du aber auch 3 Punkte da holen. Was ist der Plan? Wie geht ihr das Spiel an? Ich meine, es ist, ja, ich frage mich das mal als Trainer. Ne? All-in ist klar, weil wir wollen wieder rankommen, aber wenn man natürlich ganz offensiv spielt, kann es auch in die Hose gehen. Welchen Plan hat der Trainer? Also wir brauchen auf jeden Fall Momente, wo wir den Gegner auch mal hoch attackieren müssen. Ne? Also das, was wir gesehen haben, ist, dass wenn du die Fuchs und die Hübners nicht attackierst und spielen lässt, dann sind sie so gut, dass sie dann auch ihre Räume, die dann auch gefälligst noch bespielen können. Da müssen wir auch immer wieder versuchen, hoch anzugreifen. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Risiko haben, ne? Weil sie schon auch offensiv ihre Qualitäten haben, und da müssen wir schon auch aufpassen. Also immer wieder versuchen, hoch zu attackieren, unterschiedliche Pressinghöhen zu haben und selber versuchen, mit Ball natürlich dann deren Fünferkette, die sie haben gegen den Ball, dann dementsprechend zu bespielen. Und gerade stellt sich für uns das Thema, brauchen wir Schnelligkeit vorne oder brauchen wir Erfahrung vorne? Das ist so klar, das Thema. Also, du kannst ja schon dran fühlen, was wir auch meinen. Ja? Also, Schnelligkeit ist einfach, weil wir glauben, dass hinten die Dreierkette auf einer Position da auch das Tempo vielleicht ein bisschen fehlt beim Gegner. Erfahrung könnte aber auch heißen, dass wir da jemanden brauchen, der auch Bälle festmachen kann. Und genau, das sind so diese Dinge, die wir gerade haben. Aber das ist uns noch nicht klar. Also, das entscheidet sich dann mit dem letzten Training. Ne? Okay. Von mir keine Frage, sondern ein Versprechen. Wir werden ganz viele und sehr, sehr laut sein am Samstag. Und alles, was aus der Kurve kommen kann, wird kommen. Ja, daran anschließend vielleicht. Habt ihr den Eindruck, dass ihr genügend Support habt auf dem Rasen? Vor allem bei den Heimspielen. Ich denke nur an eine Situation, in der ein Spieler der gegnerischen Mannschaft beschimpft wurde von unseren eigenen Fans, obwohl er Kölner ist eigentlich.
Und man hat beim FC manchmal den Eindruck, gerade in den schwierigen Situationen konzentrieren die Fans sich manchmal auf Dinge, die anderes sind, als die eigene Mannschaft bis zum Umfallen zu unterstützen. Also 2012, das liegt mir bis heute im Magen, dass wir da keine Unterstützung mehr der Mannschaft gegeben haben, komplett den Support eingestellt haben. Ja, aber trotzdem, ist es für mich ein Grund, warum wir abgestiegen sind. Es ist die Aufgabe der Fans, die Mannschaft auf dem Platz zu unterstützen. Ja, und man kann Kritik äußern, hier und da, aber mit Spruchbändern, was auch immer. Aber den Support einstellen, das gibt es nicht. Also die Mannschaft kriegt das mit, dass im Grunde genommen der Support schon sehr, sehr gut ist. Also, wir haben das Gefühl, dass wir von euch dementsprechend unterstützt werden. Es gibt ja immer wieder auch diesen Ausreißer halt, ne, den hat es gegeben und den haben wir gar nicht so mitbekommen. Ja, das liest du nachher in der Zeitung, das haben wir auch nicht gut gefunden, ist klar. Ne. Aber an sich die Stimmung, Heimspiel Stuttgart, Heimspiel Leverkusen, also was beeindruckend war, das war auswärts in Frankfurt. Da haben schon ein paar auch gemeckert, ne? Ganz klar. Aber man war sich halt nicht sicher. Also man hat gespürt, die Fans haben applaudiert, ein paar haben gemeckert. Und ich sag dir, normalerweise ab 4-1 bist du zerrissen. So, und da habe ich dann schon so, boah, also leck mich am Arsch. Das war schon nicht schlecht. Ne? Also da habe ich schon anders erlebt und waren schon viele auch, die Spieler noch entsprechend unterstützt haben. Das ist super, dass man jetzt so zusammensitzt, finde ich halt auch. Wenn euch dann euer Trainer hat auch erzählt, dass die Spieler sich mit dem Verein auch dementsprechend identifizieren. Ne? Wir machen gleich Pause. Sorry, Stefan. Machen gleich Pause, ja? Ein paar Minuten noch die Konzentration hochhalten. Danke. Weiter. Also da könnt ihr euch auch auf mich verlassen. Also die Spieler, die spielen, geben immer alles. Es sieht nicht immer gut aus, also, und sie sind auch nicht immer erfolgreich, aber das haben wir mittlerweile, haben wir das drin, wir haben diesen Virus drin, alles zu geben. Und das sehen wir auch bis zum 34. Spieltag. Nachfrage, wie sieht die Personalsituation aus? Sind alle soweit fit für Samstag? Also Leo hat heute fast alles mitgemacht. Wir haben ihn auch mal beim 10 gegen 10 rausgenommen. Aber halt auch, um ein bisschen zu schonen. Und wenn er ist die Kamera aus jetzt? Aber die kommt ja erst nächste Woche. Ne? Also wenn der Leo einigermaßen das Bonk hinkriegt, wird er spielen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns. Das ist ja auch nochmal so ein Mentalitätsspieler, der auch nochmal was Besonderes machen kann. Und ansonsten sind alle dabei. So, ich merke, es ist sehr lang geworden, aber ich denke, total interessant. Also ich denke, wir könnten noch 1000 Fragen stellen. Ich weiß auch, wenn das nachher in den Monitoren läuft, irgendwann über Ostern, dann werden viele sagen, warum hast du das nicht gefragt oder warum ist das nicht gefragt worden? Also jeder hat bestimmt eine Frage. Von daher, aber irgendwann muss man auch mal Schluss machen und wir haben jetzt doch recht lange, teilweise länger diskutiert als in der eigentlichen Fanrunde, aber eigentlich auch super so. Also wir wussten ja alle nicht, wie es vorher ausgeht. Und ich muss wirklich sagen, also dass er auch so bereit für mich Auskunft gibt und auch, ja, auch Dinge erzählt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf jeder Pressekonferenz erzählt werden. Hallo Bonheur, freut mich sehr. Ich denke, wir sind an der Stelle, wo ich einfach mal Danke sagen muss. Danke, Stefan Ulbeck. Hier zu präsentieren, sich das anzuhören, dazuzukommen und dann letzten Endes dann auch ja, mit Fragen und Antworten natürlich auch dann hier ja, zu glänzen, sagen wir es ruhig mal so. Super, eins könnt ihr auf jeden Fall von hier mitnehmen. Wir glauben alle noch dran. Der eine mehr, der andere weniger. Wir glauben noch dran. Diesen Glauben nehmt ihr bitte einfach mit. Wir bleiben drin. Punkt aus. Vielen Dank erstmal. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Bis gleich. 10 Minuten etwa, ja? 10 Minuten. Vielen Dank an euch. Danke. Euch alle willkommen jetzt zum zweiten Teil des Kubanis FC Talk. Eben war Stefan Rotenbeck hier und hat meines Erachtens, und ich glaube, das kam bei vielen auch so an, eine wirklich beeindruckenden Eindruck hinterlassen. Wenn er die Leistung am Samstag noch mitbestätigen kann als Trainer, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Aber wir wollen natürlich heute auch über andere Dinge reden. Und zwar, wir wollen auch mal tief ins Detail einsteigen, was die ganze
Ja, ich sag mal, das letzte Dreivierteljahr angeht. Da müssen wir auch über Dinge wie Vereinspolitik reden. Das gibt sicher Sachen, Leute, die sagen, bei der Stadionthematik will ich mal was loswerden. Es gibt dieses 100% FC-Thema. Es gibt natürlich auch eine Ultradiskussion. All das sind Themen, die wir heute versuchen anzureißen. Wir versuchen es jetzt so knapp, aber trotzdem so informativ wie möglich zu machen, weil es ist ja schon recht spät. Und am besten vergehe ich jetzt mit gutem Beispiel voran und hör auf, länger zu labern. Vergangenheitsbewältigung, ich fange bei dir an. Was ist hier in Köln schiefgelaufen bis zu dem Augenblick, als sich Stefan Rudenberg und seine Mannschaft ein bisschen was geändert hat? Bis dahin, ja, wo würdest du mit anfangen? Vorstand, Niklos? Ja, am liebsten. Was ist schiefgelaufen? Ja, das fragt man sich natürlich. Man ist dann natürlich, weil die Arbeit in einem Verein nicht in der Öffentlichkeit arbeitet, ist man natürlich auf Mutmaßungen angewiesen. Was ich deutlich fand und finde, ist, dass man viele Monate das Gefühl hat, dass unsere Führungsgarde unsere Ziele aus den Augen verloren hat. Es schienen Fragen wie Stadion, Investoren und wenn ja, welche, schienen ein größeres Augenmerk zu haben als die sportliche Weiterentwicklung. Wie konsolidieren wir uns nach einer wunderbaren Saison, wo wir mit viel Glück, aber auch verdient in Europa eingezogen sind. London werde ich nie vergessen. Eines der geilsten Feste, wo ich je war. Ich werde jede Sekunde auf der Tribüne habe ich aufgesucht und vorher mit euch allen, das war großartig. Und da hatte man schon das Gefühl, man hat aus den Augen verloren, wo es geht. Und ich, Quo Vadis, will ich auch gleich mit einer Idee beginnen. Ich glaube, dass wir spüren und sehen, was dieser Verein bewegen kann und was uns alles bewegt. Wie unglaublich stark wir sind. Und was, wenn wir Ziele haben, wenn wir uns voran bewegen, was wir alles erreichen können. Das hat wunderbar geklappt und wir sind einfach, wir haben irgendwie den Faden verloren. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich vieles, dass wir nicht mit dem richtigen, anständigen Kader die Saison begonnen haben, obwohl wir erstmalig richtig Geld zur Verfügung hatten. Wenn ich richtig rechne, über 70 Millionen Euro hatten wir zur Verfügung, um unsere Mannschaft in der Spur zu halten, nur auch für die Klasse zu halten. Und es ist ja ganz anders gekommen. Ich weiß nicht, zu welcher anderen Analyse andere Leute gekommen sind. Ich bin sehr optimistisch für die nächsten Jahre, wenn wir wieder dahin kommen, wo wir hingehören, nämlich das zu machen, was am wichtigsten ist, uns darum zu kümmern, dass wir eine anständige Performance auf dem grünen Rasen bieten und dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Wir sollten uns jetzt auch nicht den Fehler machen, jetzt alles nochmal wieder zu keulen, was war. Dennoch möchte ich nochmal so ein bisschen, Norbert, da komme ich jetzt mal zu dir, in diese Thematik rein, dass natürlich, nachdem dann die Niederlagenserie immer klarer wurde, und auch im Prinzip schon im Sommer, also ich weiß noch, ich habe bei einer Buchvorstellung im Sommer, habe ich mir schon ein paar Feinde gemacht, dass ich gesagt habe, das wird ein verdammt kritisches Jahr. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es so schlimm werden würde, jedenfalls bis zum Winter. Und dennoch ist es passiert. Irgendwann hat der Vorstand ja dann auch nach all dem, was gelaufen war, wie gesagt, wir müssen nicht alles wiederholen, aber irgendwann hat dieser Vorstand ja gesagt, wir haben verstanden und hat sich entschuldigt. In der Entschuldigung waren ein paar neue Vorwürfe drin, okay, das kann man jetzt so mal stehen lassen, wir haben verstanden. Und jetzt im Prinzip ein Neuanfang gesetzt, ein bisschen später auch die Trainerentlassung, kann man auch darüber diskutieren. Jetzt frage ich dich und euch alle mit, seid ihr der Meinung, dass sie wirklich verstanden haben? Haben sie mittlerweile wieder da angesetzt, wo sie vorher erfolgreich dran waren? Schwierig. Da stellst du mir eine Frage. Ja, das ist ja das, was uns alle interessiert, weil ich denke auch den Verein wird interessieren. Wir werden dieses Video heute auch weiterleiten an den Verein. Also die Pressesprecherin ist noch da, die wird es auf jeden Fall mitnehmen. Was heißt jetzt verstanden, der Vorstand? Der Vorstand war eine Zwickmühle. Wir waren so erfolgreich wie noch nie in den letzten 25 Jahren. Und unser Präsident hat bei einer letzten Sitzung noch, ich bin in der AG Fankultur Mitglied, noch erzählt, dass sie nicht ins Tagesgeschäft eingegriffen haben. Sie haben ein volles Vertrauen gehabt
in die Personen Peter Schlöger Schmadtke. Ich meine, jetzt im Nachhinein sind wir alle natürlich schlauer und du hast ja eben auch gesagt zum Trainer John Córdoba. Ich meine, wie kann man für einen Spieler wie John Córdoba 17 Millionen ausgeben? Das ist für mich auch unerklärlich. Aber die Vereine wie Mainz, die wussten natürlich, der FC hat durch den Modest-Transfer viel Geld und normalerweise wäre, sag ich mal, John Córdoba vielleicht von 10 Millionen weggegangen, aber die wussten, dass der FC so viel Geld hatte und haben ihn natürlich den Preis in die Höhe getrieben. Und für mich wäre natürlich, wenn es ich hätte mir einen Marc Uth geholt, aber da hat man natürlich Probleme mit unserem Freund aus Hoffenheim. Der wollte natürlich den Marc Uth nicht abgeben, da hat der FC gesagt, okay, warten wir mal ab. Der Marc Uth ist nächstes Jahr ablösefrei und dann kriegen wir den Marc Uth auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, ist nach Schalke gegangen, ist natürlich schwierig, die ganze Situation. Ich wiederhole nochmal die Frage, auch an die anderen. Haben Sie wirklich verstanden? Habt ihr das Gefühl, Frank, ich nehme mich nochmal mit rein und dann auch der Thomas. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, was man sagt, was man denkt, ist ja nicht dasselbe. Aber ich möchte auch nicht von den Gesprächen berichten, weil wir haben vereinbart, wir haben also inzwischen auch als Initiative mit dem Vorstand, wir haben aber erstmal vereinbart, dass davon nichts an die Öffentlichkeit kommt. Ich möchte aber, bis wir zu einer gemeinsamen Verlautbarung kommen, das ist fair, wenn man sowas vereinbart, dann muss ich da nichts zu sagen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass man so ein bisschen jetzt denkt, ach, die Leute, die das vergeigt haben, sind nicht mehr zu Hause und alles ist wieder in Ordnung wie vorher. Ich unterbreche dich einfach mal, um es noch mehr zuzuspitzen. Ich frage deswegen nach, weil es ja nicht lange gedauert hat, bis ein 7-seitiger Brief kam, in dem im Prinzip über die Ultraszene, aber alles vermischt wurde, unter anderem auch ihr von 100% FC, im Prinzip eine Latte an Vorwürfen kam, die sich aber im Prinzip auf einen ganz eigenen Vorfall spezifiziert hat, wo aber viele Dinge mit vermischt wurden. Jedenfalls ist das in der Szene, jedenfalls was diese Verfolger, aber auch in den Foren, in denen wir beide aktiv sind, so angekommen. Ich meine, ich möchte mich da einfach mal jemand anderen zitieren. Der Mitgliederrat hat da sehr gut drüber geschrieben, dass das Sachen sind, die nicht verknüpft gehören. Der Mitgliederrat oder Teile des Mitgliederrats? Ich möchte das Spiel hier nicht spielen. Ich möchte nicht von anderen auseinandergetrieben werden und ich möchte auch die Mitgliederratsthemen nicht auseinander. Das gehört sich nicht. Das ist nicht das Niveau von 100% und da steigen wir nicht drauf ein. Nein, auch nicht. Ich weiß schon, wie du es gemeint hast. Aber nein, diese Sachen hätte man nicht verknüpfen dürfen. Man kann sich über vereinspolitische Themen herzlich streiten, man kann sich auch mit der Südgruppe auseinandersetzen. Aber diese Sachen, was haben wir falsch und richtig zu machen, verknüpfen mit anderen Fragen oder wie sich andere äußern oder benehmen, ist grundfalsch. Das ist grundfalsch, das ist auch nicht fair, das ist auch nicht zielführend dafür, um unseren Verein wieder auf eine gute Straße zu bringen. Wir werden das so nicht machen. Wir werden weiterhin sachlich bleiben. Es ist auf jeden Fall nicht der Weg, diese Sachen einfach miteinander zu verknoten. Was wir wollen ist, und darauf werden wir uns eben konzentrieren, dass wir die Sachen, die bewegt haben oder die falsch bewegt worden sind, wie Stadion, nenne ich mal stellvertretend, oder Investoren, dass dieses wieder öffentlich diskutiert wird von uns allen, zielführend diskutiert wird und dass jeder sich da eine Meinung bilden kann und dass die Mitglieder wieder das Gefühl bekommen, der Verein hat sich wieder geöffnet, alle Fragen sind wieder in der Öffentlichkeit und nichts steht im Kämmerlein. Das wäre ein frommer Wunsch und wir werden versuchen, mit Fairness und Anstößen zur Diskussion dazu beizutragen, ähnlich wie ihr das jetzt hier tut. Okay, das ist auch ein leerer Vorsatz. Ich bin halt gespannt, ob es sich vereinbaren lässt. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob, ja, ich sehe da schon ein Handzeichen. Christian Roheisel hat sich zu Wort gemeldet. Möchtest du ein Mikro haben? Ja, gerne. Dann gebe ich dir das jetzt mal. Mitgliederrat, Mitglied, also Mitglied im Mitgliederrat, das ist immer ein bisschen schwierig. Leg los. Ja. Also
Guten Abend. Ich möchte ein Wort aufgreifen, was schon gefallen ist, was mir, glaube ich, das entscheidende Wort zu sein scheint bei der Frage, was muss sich ändern, wo war das FC? Und das Wort heißt Vertrauen. Wir haben im Mitgliederrat bei unseren Fragen, die wir in den letzten Jahren gestellt haben, an den Vorstand, den wir ja laut Satzung beraten und kontrollieren, immer wieder die Antwort erhalten, solange es gut lief, warum misstraut ihr uns? Das heißt, das, was wir satzungsgemäß gemacht haben, nämlich kritisch hinterfragen, warum ist das so, warum muss das so sein, könnte es nicht anders sein, wurde immer mit einem Wort begegnet, nämlich ihr misstraut uns. Wir sind die Erfolgreichen, Geschäftsführung und Vorstand, ihr seid die Kritischen, weil ihr uns misstraut. Ihr solltet uns besser vertrauen. Jetzt, wo die Sache in die Binsen gegangen ist, da reden sich diejenigen, die um Vertrauen gebuhlt haben, damit heraus, dass sie sagen, wir haben Stöger und Schmadtke vertraut, deswegen haben wir keine Schuld an dem, was passiert ist. Und da sieht man, solange man Vertrauen ersetzt und Kontrolle und Beratung und Überwachung ersetzt durch ein nebulöses Vertrauen, wird die Sache strukturell immer in die Hose gehen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir vertrauen Rothenbeck, wir vertrauen Fee, dann mag das natürlich super sein. Dann mag das auch völlig richtig sein. Natürlich brauchst du ein Grundvertrauen. Aber wenn du sagst, damit ist es für mich gelaufen, ich stelle keine kritischen Nachfragen, dann ist es aus. Und wir erleben jetzt im Grunde dasselbe, dass wir im Grunde nachfragen müssen, wie konnte es zur Situation kommen, und die Analyse des Vorstands dazu steht uns gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber noch aus. Und die müssen wir alle einfordern, als Fans, als Mitglieder des Mitgliederrates und als Gremienmitglieder. So sehe ich die Dinge. Okay, vielen Dank. Hi. Ja, danke, Ralf. Ich habe ja auch in den letzten Tagen ein bisschen Gedanken gemacht, wie es dazu kommen konnte, dass wir von hier, das ist die Expressausgabe vom Tag des Auswärtsspiels bei Arsenal, Europa, wir sind wieder da, zu hier, 11 Freunde, ja, die Albtraumsaison des ersten FC Köln gekommen sind. Und natürlich, als Fan bist du eigentlich zu weit weg, um wirklich beurteilen zu können, was ist da schiefgegangen. Aber ich fand eigentlich den Artikel, den die 11 Freunde dazu geschrieben haben, sehr informativ, muss man sagen. Und da fällt eins auf, dass irgendwann im Verhältnis Stöger-Schmadtke was massiv schiefgelaufen ist. Das geben beide auch eigentlich unumwunden zu. Das muss irgendwann in der Sommertransferperiode passiert sein. Und dann hat man die beiden weiterarbeiten lassen, für einen relativ langen Zeitraum. Bis ja eigentlich das Ende der Stöger-Ära dann eingetreten ist im Dezember. Und ich kann mich noch erinnern, der Werner Spinner war ja bei uns in Brüssel mal bei einer Veranstaltung beim Fanclub und der gibt ja selber zu, ich habe eigentlich keinen sportlichen Sachverstand. Ja, ich habe bei Bayer gearbeitet, ich bin Manager, meine Aufgabe ist, Leute auszuwählen, die den Job machen. Und die Frage ist, ob das aus Vorstandssicht, also das ist jetzt wirklich nur meine Sicht als Fan, ausreicht. Ja, muss ich nicht jemanden im Vorstand haben, der ein bisschen näher hinschaut und der solche Entwicklungen dann auch frühzeitig spürt. Ja, und wenn du jetzt fragst, hat der Vorstand erkannt, dass da Fehler gemacht wurden, dass dieser Sachverstand vielleicht nicht ausreichend vorhanden ist oder dass man näher drauf schaut? Ich kann es nicht sagen. Und vielleicht zeigt das auch schon die Antwort auf die Frage. Okay. Das eine Mikro nehmen wir am besten auch noch zu uns. Ja, jetzt Thomas, du bist jetzt ein bisschen außen vor gewesen, aber auch der Taktiker. Natürlich, ja, eine gewiefte Antwort parat. Also, wie siehst du die ganze Situation aus Bergisch-Gladbacher Sicht mit dem jungen Geißböck? Er hat eben was Schönes gesagt. Das kenne ich ja auch aus dem Fußball. Wenn die Euphorie da ist, wenn alles gut läuft, dann wird ja nicht hinterfragt. Weil es läuft alles gut und das haben ja auch schon, glaube ich, viele andere Vereine auch schon erfahren. Wenn es läuft, dann läuft es. Und dann nimmt man den Flow mit und die Euphorie und man hinterfragt sich gar nicht, ist das alles so richtig? Man vertraut den handelnden Personen und ich erkläre das jetzt mal, wie eine Firma funktioniert. Da guckt der Chef auch immer jeden Tag, funktionieren meine Mitarbeiter? Und da muss der Chef auch mitbekommen, dass zwischen Herrn Stöger und Herrn Schmadtke vielleicht irgendwas nicht läuft und muss eingreifen. Bei aller Liebe, was der Mann vor uns gebracht hat, gerade der Trainer Stöger, hätte man früher reagieren müssen in meinen Augen, weil wir hier von viel Geld reden, was im Umlauf ist, von Arbeitsplätzen, wenn man absteigt etc., all diese bekannten Themen.
Und auch wenn er uns dahin gebracht hat, hätte man sich vorher, wie du ja auch gesagt hast, im Sommer hatte ich das Gefühl, hinterfragen müssen, so, was ist jetzt hier los? Und ich glaube, wie wir auch schon gesagt haben, vielleicht 3, 4, 5 Spieltage früher wären wir jetzt in einer anderen Situation, wir können es nicht ändern. Armin Fee zu beurteilen, ganz schwierig. Er hat 2 gute Spieler verpflichtet, hat natürlich jahrelang Bundesliga-Erfahrung. Ob das dann der richtige Mann jetzt dafür ist, werden wir sehen. Stefan macht seinen Job gut und holt die Punkte. Und was dann passiert, wird man sehen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man einen Vorstand hat, der ja den Personen, die da sind, vertraut, aber auch sagt, okay, ist das alles richtig, funktioniert das? Und sich auch dann immer selber hinterfragt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn das dann alles funktioniert, ist man immer auf der sicheren Seite, dass man den Erfolg hat oder zumindest dann nicht absteigt. Okay. Ja, weil die Äußerung zu dem Vertrauen finde ich zumindest erstaunlich. Weil ich habe mal an einem Meeting teilgenommen, wo mal sehr referiert wird, wie dieses Gremium überhaupt arbeitet. Welches Gremium meinst du? Ich meine jetzt, wie jetzt die Geschäftsführer der KGAA mit dem Vorstand zusammengearbeitet. Da hat Alexander Werle mehrfach betont, wir sind ein 5er-Gremium und da passt kein Blatt dazwischen. Und viele langfristige Sachentscheidungen fallen, die hatten so ein Meeting, vielleicht fällt euch, ihr kennt den Namen wahrscheinlich, wo die mit mehreren Übernachten zusammengesessen haben, wo Grundsatzentscheidungen gefallen sind. Fehler passieren überall, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich frage mich nur, wir leben ja jetzt nicht, ich bin nicht der Meinung, dass Schröger nicht lange genug geblieben ist oder dass das entscheidend war. Das Problem ist, dass wir nicht mit einem tauglichen Kader in diese Saison gegangen sind. Und das haben alle 5 mitverabschiedet. Und ich bin gern bereit, jedem Fehler zu gestatten, aber es geht nicht, dass man sagt, nein, wir waren da nicht dran beteiligt, wir haben den Vertrauen geschenkt, wenn ich mich selber vorher als 5er Entscheidungsgremium dargestellt habe. Das passt hinten und vorne nicht. Ich erwarte auch nicht, dass unser Vorstandsvorsitzender sportliche Belange perfekt beherrscht. Aber irgendwas hat da nicht gegriffen und es muss eben aufgearbeitet werden. Es muss eben zu sehen sein, wie machen wir das denn in Zukunft? Ja, glauben wir daran, dass ein Sportdirektor auch Geschäftsführer sein muss und vollkommene Freiheit haben muss in allen wirtschaftlichen Belangen, ob er nur Geld gibt oder wie es dann gewesen ist, eben nicht ausgibt, um den Lizenzspielerkader zu verstärken? Wie soll das in Zukunft laufen? Dazu hätte ich gerne was gehört. So, wenn das jetzt in die Richtung läuft, die schuld sind alle fort, wäre das sehr schmerzhaft. Da kann ich nur bestätigen. Ich möchte noch das Ganze noch ein bisschen ausweiten, indem ich einfach mal sage, da kann auch der Mitgliederrat gerne Stellung zu beziehen, aber auch du, Norbert, oder wer auch immer, stellt das Mikro mal dahin. Nee, was mich wirklich wundert, und ich will es einfach auch mal ansprechen, im Forum, wo wir aktiv sind, aber auch in einigen Kreisen, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen, Internet-Fredis, hätte ich beinahe gesagt, die haben das alles schon kommen sehen. Das waren alles keine Leute, die jetzt hier in Geisbergheim jeden Tag sind. Also ganz ehrlich, ich kann heute noch auf einen Post verweisen, den ich irgendwann im August geschrieben habe. Und da war ich schon wochenlang, hat es in mir schon gebrodelt nach dem Motto, Leute, was macht ihr da bei der Kaderplanung etc.? Wieso ist das im Geisbergheim eigentlich keinem aufgefallen? Das ist eine Sache, die läuft mir einfach nach, dass da einige Signale einfach übersehen worden sind. Wie konnte man einen Cordoba verpflichten in dieser kurzen Zeit? Wo ist da ein Kontrollgremium gewesen? Wie lange kann der Mann zeichnen? Also über 17 Millionen über einen Spieler, von dem man wusste, dass er wirklich noch nicht ein einziges Mal in seiner Karrierezeit mehr als 5 Tore gemacht hat und der eigentlich auch kein Stürmer war, nie ein Modest-Typ gewesen. Alles solche Dinge, die im Prinzip jeder gesehen hat und dann kamen die Neuverpflichtungen. Ich denke, jetzt muss doch noch irgendwas kommen. Irgendwas muss doch jetzt noch kommen, was der Sache einen Sinn gibt. Ne? Weil du hast immer gesehen, da kommt ein junger, talentierter Verteidiger. Wunderbar, mir regt. Ist ja auch ein guter Spieler, ohne Zweifel. Ne? Aber das alles wirkte total, wie soll ich sagen, also wir nehmen jetzt den, der gerade da ist, so ungefähr. Ne? Und jetzt auch eine Frage, ihr seid ja ein Kontrollgremium, das kann man ja ruhig so sagen. Ihr kontrolliert ja auch. Welche Möglichkeiten hattet ihr vom Mitgliederrat da, sag ich mal, was zu erkennen und vor allen Dingen auch mal einzugreifen? Hattet ihr die? So, wer ist es? Der Carsten. Carsten Wettig, der Vize.
Präsident, ich beinahe gesagt, das Mitglieder. Stellvertretender Vorsitzender und darüber auch mein so hört sich besser. Ich versuche mich mal an der Erklärung zu setzen, weil ein relativ weites Feld. Das erste Thema im Nachhinein ist natürlich auch mal relativ einfach zu sagen, das war doch alles klar. Ich weiß, nein, das haben wir da schon gesagt. Warte mal, lass mich einmal kurz ausreden. Im letzten Jahr haben ganz viele gesagt, wir steigen ab, am Ende sind wir Fünfter geworden. Das waren die gleichen Leute, die es dieses Jahr wieder gesagt haben. Was klar ist, die Fehler sind ja nicht erst vor dieser Saison gemacht worden. Aus meiner Sicht, der erste Punkt schon, wo man hätte eingreifen müssen, war, irgendwann hat sich zwischen Schmadtke und Jörg Jacobs irgendwas verändert. Was weiß ich nicht, geht mich auch nichts an. Jedenfalls haben sich da die Wege getrennt, was sozusagen das Vier-Augen-Prinzip angeht bei Spielerverpflichtungen. Also Jörg Jacobs hat ein neues Feld bekommen, hat das Nachwuchsleistungszentrum geleitet, das macht er auch, da hat er sehr gut gemacht, aber er ist aus der Spielerverpflichtung rausgegangen. Und man hat es aus meiner Sicht versäumt, dort einzufordern, dass ein Vier-Augen-Prinzip gilt, also man hätte einen neuen zweiten Mann holen müssen. Ja, ich glaube, das bringt nichts zu sagen, den Schmack, du musst hier weitermachen mit dem Jörg Jacobs, weil das Vertrauen von irgendeinem Grund weg ist, aber man hätte einen anderen Mann holen müssen. Wenn man sich die Spielerverpflichtungen in der vorletzten Saison anschaut, waren die auch nicht herausragend. Nicht? Auch da hatte man schon nennenswert Geld zur Verfügung, hat keine herausragenden Spieler geholt. Man hat sozusagen Vogt gegen Höger getauscht, kann man sagen, war okay. Ansonsten hat man nicht viel geholt für das Geld. Gyurassi kostete damals schon relativ viel, ist okay, aber ist auch kein herausragender Spieler. Der zweite Punkt ist, aus Sicht des Mitgliedsrats hat man einfach Schmadtke zu viel Freiraum gegeben. Das haben wir sowohl im Mitgliedsrat als auch im gemeinsamen Ausschuss relativ häufig klar gemacht, dass wir das nicht für richtig halten. Ja? Es muss immer so sein, dass jeder verantwortliche Verein, eben auch der Geschäftsführer Sport, muss rechenschaftspflichtig sein. Ja? Das heißt, natürlich muss man dem Vertrauen, muss dem Freiheiten geben. Das ist halt so, wenn er da auf dem Spielermarkt losläuft, dann muss er auch eine entsprechende Möglichkeit haben zu kaufen. Er muss sich erklären. Ja? Das heißt, er muss mindestens im gemeinsamen Ausschuss, der auch dann nachher den wichtigen Transfers zustimmt, sich erklären, was hat er vor. Das hat er nicht gemacht, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Das haben der Stefan Müller-Römer und ich auch immer wieder eingefordert. Aber es kam dann, wie der Christian gesagt hat, sozusagen dann immer, ihr müsst halt dem vertrauen. Das hat sich dann fortgesetzt, eben in der Tat in der letzten Sommerpause ist irgendwas passiert zwischen Stöger und Schmadtke, was weiß ich auch nicht. Aber man hätte es eben im Zweifel erkennen müssen, wenn man mehr kontrolliert hätte. Und dann hat es sich so ein Stück weit hingezogen, ist es dann ja irgendwas auch sozusagen kaputt gegangen und hat sich dann von dem Geschäftsführer Sport getrennt und dann hatte man so ein Stück weit Vakuum, so habe ich es jedenfalls erlebt. Das heißt, man hatte keinen weiteren, es ist niemand richtig reingestoßen in diese Lücke, die nach dem Wechsel von Schmadtke gewesen ist. Der hat natürlich auch viel früher absorbiert, der hat sich ja auch bei aller Kritik, die man an ihm haben kann, hat er auch vernünftige Transfers geholt. Mereas mal ein sensationeller Transfer, ja, wenn man sie wieder spielt, den werden wir locker für das Geld oder für mehr wieder los. Hat auch in der Öffentlichkeit, der war knorrig, ich fand ihn jetzt nicht sonderlich sympathisch vielleicht, aber hat sich vor die Mann, oder hat viel absorbiert und das war auf einmal weg. Und ich glaube, dann hat man, dann war die Frage, was man macht man, und irgendwann aus meiner Sicht ist auch was kaputt gegangen, irgendwann zwischen im Trainerteam und unserer Mannschaft. Und dann gab es ja unter anderem, ist ja bekannt, da kann man auch sagen, dass in der Bild im Express stand nach dem Hertha-Spiel ein Treffen mit dem gemeinsamen Ausschuss. Ich hätte da im Zweifel schon die Reißleine gezogen. Natürlich ist es aber auch für mich einfacher zu sagen, wenn ich nicht in der ersten Reihe stehe. Das heißt, derjenige, der es da gemacht hätte, hätte es halt ohne einen Geschäftsführer Sport gemacht, hätte also in der unmittelbaren Verantwortung gestanden. Das hätte dann der Vorstand, der eigentlich operativ nicht verantwortlich, hätte dann den Trainer am Ende des Tages entlassen. Das hat man nicht gemacht und dann war man so ein Stück weit führungslos, nicht? So war es halt. Und als dann der Armin Fee eben an Bord war, hat man sich dann eben von Peter Stöger getrennt, im Nachhinein sicherlich zu spät, und halt den Stefan Rutenberg geholt. Was hätte man verhindern können? Ich glaube eben mehr Kontrolle, nicht bei allem Vertrauen einfach draufschauen. Also ich glaube auch jetzt, dass das in sportlicher Hinsicht, was auch nicht weiter wichtig ist, ein Geschäftsführer Sport muss einer Kontrolle unterliegen, im zweifachen Hinblick. Erstens, er muss immer einen Absorptionskörper haben, also ein Vier-Augen-Prinzip. Das hat er im Moment zum Beispiel mit dem Frank Ehrlich. Und das Zweite ist, er muss berichten. Er muss in den gemeinsamen Ausschuss hingehen, vor der Transferperiode erklären, wo soll es hingehen, welche Spieler sollen gehalten werden, welche nicht, wie will ich die Mannschaft entwickeln,
wo sehe ich Bedarf, wie viele Millionen brauche ich dafür, wie viele Spieler hole ich, und dann muss es halt dazu passen. Natürlich gibt es dann mal Ad-Hoc-Abweichungen, nicht, weil er sagt, okay, den rechten Außenverteidiger, wir suchen alle den Klemann gerade nicht, das machen wir jetzt einen guten Stürmer. Auch dann ist dann auch okay, aber er muss sich halt erklären. Und das muss eingefordert und gelebt werden. Ja, für die Ausführung. Und wir können es auch gleich wieder rüberreichen, weil der Friedheim hat sich zu Wort gemeldet. Einen Moment. Ja, guten Abend zusammen. Mein Name ist Friedhelm Henz, ich bin auch Mitglied der Rat. Ich möchte das nur kurz noch ergänzen, das hört sich alles jetzt so einfach an oder auch schwierig, was unser Carsten hier gerade gesagt hat. Man muss natürlich wissen, wie Theorie und Praxis abläuft. Und hier läuft natürlich eine Theorie so, dass also beide Vorsitzenden, das heißt unser Müller-Römer, unser Stefan und Carsten im gemeinsamen Ausschuss sitzen. Dort werden also die Zustimmungsgeschäfte für die Profiabteilung und für die KGAA getroffen. Das heißt, es ist ein Irrglauben, dass der Mitgliederrat leider, für derartige Dinge in Gänze zuständig ist. Wenn es nach mir gehen würde, und würde ich auch den Mitgliedern empfehlen, sich da mal drüber Gedanken zu machen, ob man diese Bestimmung nicht ergänzt, vielleicht schon in der nächsten Mitgliederversammlung, nämlich so einfach, ist die ganze Sache nicht, die beiden geben sich also sehr viel Mühe im gemeinsamen Ausschuss, wir haben das immer erlebt, aber hinzu kommt noch die Vertraulichkeit. Hier ist eine doppelte Vertraulichkeit, das heißt, im Grunde genommen, und die beiden machen das auch so, die unterrichten uns also nachträglich, aber im Grunde genommen dürfen die uns im Rahmen der Vertraulichkeit gar nicht informieren über solche Sachen, beziehungsweise im Vorfeld. Der Krux der ganzen Sache liegt auch, wie können wir unsere beiden Vorsitzenden in den gemeinsamen Ausschuss setzen mit dem Gedanken, dass sie in unserem Sinne handeln. Ich meine, sie handeln überwiegend in unserem Sinne, aber wenn wir die Tagesordnung noch nicht kennen im gemeinsamen Ausschuss, wie wird der Mitgliederrat denn über solche Sachen vorher eine Weisung zum Beispiel oder eine Empfehlung an unsere beiden Vorsitzenden abgeben? Das ist doch irrsinnig. Ja. Also man muss die Satzung, man hat ja mal gesagt, das wäre die demokratischste Satzung, das glaube ich nach wie vor, das stammt von unserem Herrn Spinner, aber eine Satzung orientiert sich auch immer in der Praxis, und nach einer gewissen Zeit muss man halt auch eine Satzung überprüfen dürfen. Okay. Darf ich auch kurz noch was dazu sagen? Natürlich, ihr könnt alle. Also, Michael, hau rein, natürlich. Kurz ergänzen, mein Name ist Michael Tubscherer, sitze seit 2,5 Jahren auch im Mitgliederrat. Ich gehöre auch mehr zu diesen, sag mal, aggressiveren Mitgliederräten. Und wir haben im Sommer ja auch schon so einige Entscheidungen feststellen können, die nicht ganz rund liefen. Und da lag mir oft auf die Zunge zu sagen, Mensch, hauen wir doch mal was raus, damit unsere Mitglieder auch mal wissen, was hier abgeht. Aber das ist dann so schwierig, wenn man mal Russland mal rausgehauen, ich glaube, ihr hättet uns rausgehauen, weil lasst die doch mal machen, wir haben Europapokal und gebt denen mal eine Chance. Womöglich wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn wir mal was rausgehauen hätten, um euch ein bisschen zu sensibilisieren. Aber wie gesagt, das ist immer das politische Geschäft, das ist richtig Politik pur. Ich bin auch mit sehr viel Enthusiasmus in diesen Mitgliederrat reingegangen und habe dann auch festgestellt, dass man in so einer Schablone drin hängt, die das System vorgibt, und dass man gar nicht so sich so bewegen kann, wie als wenn man draußen in der Opposition, freien Opposition ist und lospoltern kann. Also wenn man in der Verantwortung steht, wo wir ja auch ein Stück weit mit drin stehen, muss man schon oftmals noch mehr die Füße stillhalten, als das vielleicht im System gut tut. Okay, der Reis, ja, danke. Und ja, oh, doch, ne, da haben wir alle. Aber kommt noch. Ja, ganz kurz, also aus europäischer Sicht und als jemand, der natürlich sehr viel mit den europäischen Institutionen zu tun hat, fühle ich mich schon ein bisschen erinnert an die Diskussion, die da stattfindet. Weil da gibt es auch eine Europäische Kommission, hier ein Vorstand, und es gibt ein Europaparlament, was sich auf die Fahne geschrieben hat, diese Kommission zu kontrollieren. Und natürlich haben die Mächtigen kein Interesse daran, sich in irgendeiner Weise einer Kontrolle zu unterziehen. Hat sich das Europaparlament in den vergangenen Jahren auch durch Druck aus der Bevölkerung immer mehr Rechte zugesichert und eine effektivere Kontrolle durchgesetzt. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, danke. Ja, kann man immer nur brauchen, Erfolg. Frank, jetzt komme ich natürlich nochmal zu dir, weil ich denke, wir müssen trotz allem nochmal dieses 100% FC-Thema auch nochmal bedienen, weil es ja auch in mehrerlei Beziehungen da auch schon mit anderen Dingen vermischt wurde, etc. Warum seid ihr, vielleicht kannst du das nochmal
kurz, wenn es geht, erklären, warum ihr eigentlich wirklich gegen diese Veräußerung seid und warum ihr das Gefühl habt, dass es da eine große Bewegung gibt, die sagt, also das möchten wir eigentlich nicht. Also weniger als 25% ist schon so viel, so ungefähr. Ja, es gibt mehr und mehr Fußballfans, die sich um die Kommerzialisierung Sorgen machen. Die meisten von uns haben da nochmal, es gab ja schon in der Kölner Fanszene angesichts Hoffenheim, von Nachbarverein rede ich jetzt nicht, aber Hoffenheim war nochmal eine Eskalationsstufe und RB Leipzig war dann der nächste Punkt, wo man eben sich auseinandersetzen wollte, wie kann man das verhindern, was kann man dagegen tun, warum dürfen die mitspielen? Und dann kommt man automatisch zu dem Punkt, okay, wir können da nichts machen. Aber wie können wir das verhindern, dass uns unser Verein aus den Fingern gerät? Eigentlich ist uns das das Wichtigste. Und daraus hat sich eben die Initiative gebildet, mal darüber nachzudenken, was sind Investoren, was ist der Unterschied zwischen, ich wusste einfach nicht mehr, was der Unterschied zwischen Sponsor und Investor ist, obwohl ich Investitionskaufen will, aber das hat was mit Aktien zu tun und sowas. Also bei Fußball hatte das bei mir eigentlich keinen Platz, weil ich bin da ähnlich wie Streich von Freiburg, der gesagt hat, wie kann ein Verein irgendeinem Menschen oder einer Firma gehören? Der gehört doch uns. Und aus diesem Punkt heraus sind wir halt an den Punkt gekommen, das über einen Satzungsantrag zu regeln. Aber das ist für uns jetzt Vergangenheitsbewältigung höchstens. Das ist vorbei. Wir haben die Abstimmung verloren. Das ist eine Entscheidung gefallen, die wir akzeptieren wollen und auch rückhaltlos akzeptieren. Aber wir wollen weiter auf diesem Pfad bleiben. Es ist uns, für uns ganz wichtig, dass der FC in den Strukturen so bleiben soll, wie er ist. 100% unser Verein. Und danach anschließend auch die Stadionfrage für uns einfach auf die offene Theke gehört. Nichts mehr in Hinterzimmern, lasst uns gemeinsam, alle, die diesen Verein lieben, diskutieren, wie wir uns das vorstellen. Und selbst wenn unsere Satzung ja jetzt erlaubt, Anteile an Sponsoren, an Investoren zu geben, wie sollen die aussehen? Ne? Darf das ein Waffengeschäft sein? Oder wie stellen wir es da vor? Also auch selbst da gäbe es Anlass, dass man offen mal darüber redet, was ist das? In Bremen gab es großen Aufstand bei Wiesenhof quält Hähnchen. Ne? Das wollten schon Leute aus der Kurve nicht. Ich muss euch auch mal das mal ein bisschen abzukürzen. Ihr habt ja auch dem Vorstand ganz klar gesagt, das betrifft ja nicht euch persönlich, sondern generell alle Vorstände, die mal nach euch kommen. Das ist die wahre Tragödie gewesen. So viel möchte ich sagen zu unseren Gesprächen, dass das nach wie vor als Misstrauensvotum gefunden worden ist gegenüber Ihnen selbst und nach wie vor. Das finde ich sehr bedauerlich, weil das war nie unsere Intention. Es geht immer darum, dass wir, das kann man romantisch finden, das kann man blöd finden, aber wir wollen den FC, das FC Köln so erhalten, wie er heute ist. Und wir glauben, dass man auf dieser Schiene mit diesem Weg Erfolg haben kann, dass wir, wie wir es letztes Jahr bewiesen haben, ganz oben mitspielen können, ohne dass uns einer reinredet. Das muss gar kein Chinese, Inder oder ein Wuppertaler sein, sondern überhaupt nicht, wir brauchen das überhaupt nicht. Zumindest, und das können wir beeinflussen, weil das andere ist im Verein, das Mitgliederrat, wir sind außerhalb. Wir wollen, dass die Diskussion wieder geführt wird, wo es hingeht. Und mit allen Menschen, die den FC lieben. Danke. Vielen Dank. Das Video hat sich gemeldet, bitte ich aber jetzt noch um eine Minute Geduld, weil ich möchte mal die drei hier fragen, wie Sie das sehen. Also vielleicht auch mit einer kurzen Antwort. Eure Fanclubs, wie da die Stimmung ist, so nach dem Motto, Investoren ist mir egal, Hauptsache wir spielen dann in der ersten Liga und irgendwann spielen wir auch Asche, wenn wir keine Investoren reinlassen. Oder nee, bei uns kommt keiner rein und ich will das auch nicht haben. Wie siehst du es und wie sieht es dein Verein? Also ich glaube, bei uns will keiner einen Investor haben. Ich persönlich möchte auch keinen. Denn man sieht auch an anderen Vereinen in der Bundesliga, dass es ohne geht. Siehe jetzt Frankfurt oder Freiburg, die das... Frankfurt hat zahlreiche Investoren. Okay. Ja, schon Bankenregelung hinter sich. Aber wenn ich jetzt Freiburg sehe, die das immer mit einer Ruhe und Gelassenheit machen, finde ich das gut. Der FC soll so bleiben, wie er ist. Und wenn man jetzt ganz mal ehrlich guckt, da haben wir noch einen hinter uns in der Tabelle, der da keine Ahnung wie viel Geld reinbuttert, aber auch jeden Morgen, glaube ich, aufsteht und jedem sagt, was er zu tun hat,
was völlig in die Hose geht. Also ich möchte so einen Menschen nicht. Ich habe einen Bekannten, der ist bei 1860. Da wissen wir auch, dass die jetzt in der Regionalliga spielen. Der hat es live miterlebt. Der ist dort als Physiotherapeut. Und also ich will es bei aller Liebe nicht, nein. Danke. Also ich möchte auch keinen so einen Investoren, wo wir abhängig von sind, aber ich glaube schon, ich hätte schon gern jemanden, der uns ein bisschen Geld geben würde, ja, ohne Abhängigkeit. Und Fußball ist inzwischen nicht mehr irgendwie, wie wir das früher so gesehen haben, einfach nur ein Verein. Ohne Geld geht es nicht. Und wir müssen als FC-Fans auch irgendwann sehen, dass wenn wir keine Sponsoren reinkriegen, dann spielen wir dritte Liga. Sponsoren sind ja keine Investoren. Investoren, okay, aber irgendwie wird das für mich die Sache, wir brauchen Geldgeber. Okay, die Abhängigkeit ist natürlich irgendwann, aber ohne Gelder von außen, sag ich mal, geht es nicht mehr. Klar, die 5:1 Regelung, die möchte ich auch nicht kippen, also auf jeden Fall nicht, aber ich hätte schon gern, wenn man jemand hätte, der uns so viel Geld geben würde, dass wir wieder, sag ich mal, in der oberen Hälfte der Bundesliga mitspielen können. Ja, also ganz klar dagegen. Das kostet 3 Euro. Eine Veränderung der jetzigen Situation, also 100% Unterstützung für 100% FC. Ich sage mal so, jemand, der uns Geld gibt und dann nicht mitreden will, man sagt im Englischen, there is no such thing as a free lunch, das wird es nicht geben. Ne? Also die Leute werden immer versuchen, Einfluss auf den Verein zu nehmen und da gibt es genügend Beispiele, wie das schief gehen kann. Ich kann nur hoffen, dass Christian Streich mit seiner Befürchtung nicht recht halten wird, dass nämlich der Gott des Geldes am Ende alles verschwinden wird. Das ist ein ganz düsteres Bild, aber ich finde, wenn man sich umschaut, wie sich der FC momentan speziell und der Fußball in Deutschland allgemein entwickelt und wir brauchen nur über die Insel rüber zu schauen und wissen, wie so das Szenario vielleicht dann mittelfristig aussehen wird oder dann am besten auch in die USA, um da mal so einen Profi vorzunehmen. Ich glaube, das kann uns allen nicht gefallen. Okay, dann jetzt Frieda, einen kleinen Pause. Ja, ich wollte nochmal ein ganz großes Kompliment an die 100 Pro-Initiative richten. Ihr habt euch also da richtig ins Zeug gelegt und habt auch argumentativ gut eure Sache vorgetragen. Ist halt schade, dass es dann gescheitert ist. Ich wollte bei der Gelegenheit nochmal erwähnen, natürlich haben wir uns im Mitgliederrat intensiv über dieses Thema unterhalten und letztendlich, das kann der Gast aber auch sagen als Vorsitzender, haben wir uns dazu entschieden, uns nicht öffentlich zu äußern. Ich denke, das war im Nachhinein auch gut so, obwohl natürlich jeder von uns, einzeln von aus dem Mitgliederrat, da jeder seine eigene Meinung hat. Meine Frage vielleicht nochmal an dich, was ich jetzt so von dir gehört habe, dass ihr weiterhin da am Ball bleibt. DFB, DFL haben ja jetzt diese Vereinbarung mit den Vereinen getroffen, dass die 50+1 Regelung beibehalten wird. Bleibt ihr jetzt bezüglich eures Antrages da weiterhin am Ball oder bleibt ihr in allgemeinen Themen am Ball? Und wie seht ihr eure Stellung? Du hast es gerade selber erwähnt, Mitgliederrat ist Mitgliederrat, eure Initiative ist eure Initiative. Dazwischen kommen Fanclubs. Wie seht ihr euch denn in dieser Rangfolge oder in dieser Reihenfolge? Dazu gleich direkt, natürlich gibt es das sofort weiter. Du hast ja gesagt, ein Treffen hat es ja gerade gegeben. Das ist interessant, das ist in der Öffentlichkeit so noch nicht bekannt gewesen. Ja, wie gesagt, will ich aber nicht, weil wir mit dem Vorstand vereinbart haben, dass es da nur gemeinsame Erklärung geben wird und möchte da jetzt nicht, das ist ähnlich wie beim Mitgliederrat, dass man hinter geschlossenen Türen führen wird, habe ich hier nicht zu verkünden. Was ich sagen kann, ist eben, dass wir nicht vorhaben, neue Anträge zu stellen. Das ist also nicht Sinn der Sache. Ich denke mal, das, was uns am Herzen liegt, eine Diskussion zur Kommerzialisierung, ist eröffnet. Jeder ist eingeladen, mit uns, mit euch, Mitgliederrat als Partner, wer auch immer als Partner, eine Diskussion über diese Dinge zu führen, unter uns allen, ist eröffnet und eine weitere Strickerei unserer Seite an Satzungsfragen war so nicht vorgesehen. Wir haben noch nicht über alle Sachen gesprochen, wir haben auch noch nicht für uns dieses Meeting mit dem Vorstand ausgewertet, das will ich hier auch nicht tun, das ist nächste Woche, aber Fixpunkt ist, dass unsere gemeinsamen Aufgaben sind, also eine Gesprächskultur aufrechtzuerhalten an diesen Punkten, 5 zentralen Punkten, Investoren und Stadion, da kann man viel dran entwickeln, da können die Leute sich wieder
einbringen, da kann man auch wieder Vertrauen gewinnen, indem man das offen diskutiert. Und da wurden wir auch mehrfach gefragt, also Satzungsinitiativen am laufenden Band und jedes Jahr neu ist nicht in der Sache. Ich glaube, dass sich da jetzt eine Gruppe gebildet hat, die was bewegen kann und gute Ideen hat, und wir fokussieren uns auf diese beiden Fragen. Okay. Letzte Frage war aber nicht beantwortet. Wie seht ihr euch denn? Wollt ihr euch als Fanclub verbunden oder wollt ihr weiter letztlich den Fanclub? Das beantworte ich mal sehr individuell. Viele bei uns sind sehr aktiv in Fanclubs, okay. Sind vielleicht in der Südkurve, sind sonst wo, und jeder macht da so sein Ding. Für mich persönlich und für viele andere Leute, zum Beispiel aus unserem Forum, fand ich das gut, dass es mal Sachen gibt, wo sich Leute artikulieren können, die nicht in einem großen Fanclub sind. Ne? Da ich kein Fanclub war, konnte ich zum Beispiel an der Südkurven AG nicht teilnehmen, an der AG Fankultur. Man hat sich dann auswärts im Bus oder in der Kurve ausgetauscht oder auf Heimspielen, und für mich gab es kein Forum oder kein Plenum. Wir suchen uns, ähnlich wie dieses FC-Forum, wo ich schreibe, wir sehen uns auch irgendwie so als Sprachrohr der Unorganisierten, die eben nicht, weiß nicht, einem Fanclub von 100 oder 500 Leuten angehören, sondern man kann sich eben dann uns wenden und sagen, ach, mach doch mal eine Veranstaltung darüber. Was ich sagen möchte, dass das auch jetzt vereinbart ist, dass das dann auch immer der erste FC Köln, ähnlich wie Ralf das gemacht hat, vorher informiert wird, wir haben das und das vor und ihr seid herzlich eingeladen, was auch immer eine ernst gemeinte Einladung werden will, weil der erste FC Köln ist natürlich immer erster Ansprechpartner, aber wir wollen diese Dinge voranbringen und kämpfen für den Verein, für den Verein, so wie sie wie ihn gerne erhalten möchten, und das ist unser Ding. Okay. Dann, bevor wir jetzt noch eine Wortmeldung, ich möchte trotzdem noch einen Satz loswerden. Dieses Misstrauen gegen euch und dieser Argwohn, der euch entgegengeschlagen ist, den hast du ja eben erwähnt, kann es ein bisschen damit auch zu tun haben. Mir fällt das ja immer wieder auf, dass da, ich werde es eben schon mal, in öffentlichen Verlautbarungen einfach Themen vermischt werden. Entweder weil man seine eigene Fanszene nicht richtig kennt, weil ich sag mal 100% FC, ich habe irgendwann die Satzung, das, was ihr da auf der Website hatte, durchgelesen. Damit musste eigentlich jedem klar sein, wie ihr verdrahtet seid und dass ihr dem Verein eigentlich nichts wollt. Ne? So, und, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, ich meine, allein schon da auch im Vergleich, da wird ja auch mit der Ultraszene verglichen. Auch mit, ich meine, ihr seid ja sicher keine Ultras, glaube ich jetzt mal. Ja, genau. Wobei natürlich nichts gegen die Ultras ist, nur das ist jetzt eine ganz andere Aufhängung. Ist da einfach auch nicht so richtig durchgedrungen, wie der Verein eigentlich fantechnisch aufgebaut ist? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Na, ich glaube einfach, dass das ist jetzt Spekulation, aber man hat so das Gefühl, ich meine, das ist ja jetzt mehrfach in der Öffentlichkeit das Wort, ich erinnere mich an einen Stammtisch im Geistbockheim, wo mehrfach der Begriff des Misstrauensvotums gefallen ist. Also, ich glaube, man hat erwartet, und dass man jetzt unterstellt, man hat erwartet, dass man so mit so viel Herzblut und mit so viel Professionalität an eine Sache gehen, dass die was Böses im Schilde führen. Und dass nur Leute sich so ein Gefühl Mühe machen, wenn die Macht in Frage stellen wollen, wenn die irgendjemanden weghaben wollen. Das darf ich sagen, weil das ja nicht so geheimnisvoll ist. Herr Spinner hat auch noch mal gesagt, und ich habe ihm da versucht, das zu erklären, ja, es war doch ein Misstrauensvotum. Nein, es war eben kein Misstrauensvotum. Es gibt für uns einfach was wir an diesem Sport, an diesem Fansein, in der Kurve sein, London, ich kriege feuchte Augen, was wir lieben. Und das, was wir lieben, das wollen wir erhalten. Wir wollen nicht noch mehr Kommerz. Wir wollen nicht noch eine Übertragung Dienstag um 12 Uhr. Und da merkte dann Herr Werler auf dem Verstand, das hat auch was von Marco. Ihr habt auch allgemein, es ging gar nicht um uns. Und wir sagten dann, ja, hurra. Nein, es ging nicht gegen sie. Es ging darum, das, was wir lieben, zu erhalten. Ganz einfach, wie jemand Naturschützer oder Tierfreund ist. So sind wir FC-Freunde und wir lieben es zu fahren. Wir lieben es, in diesen Verein zu begleiten. Und wir haben auch eigentlich jetzt wunderbare Jahre hinter uns gebracht, diese 120 Minuten in der Kurve in London, das wird mir bis zu meiner letzten Stunde ein unvergessliches Erlebnis sein. Und das London war auch ein Punkt, dass man gesehen hat, wie sieht die andere Seite aus? Was ist das da für ein
eine Scheiße in England. Wem gehört dieser Club? Ne? Und was das Schönste für mich war, ich am nächsten Tag war in Deutschland, wurde von Krawall geschrieben, die englische Presse hat geschrieben, da kommen die Fans von Pantheon. Die wollen die Fankultur leben, die man uns längst gestohlen hat. Und wir wollen uns unsere Fankultur, das, was wir lieben, nicht stehlen lassen. Darum geht's. Und das geht nicht gegen Personen, nicht gegen Menschen, weil diese Menschen hatten doch bis dato einen wunderbaren Job an unserem Verein gemacht. Das konnte gar nicht das Thema sein. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Ich möchte natürlich auch dazu Stellung nehmen und der Philipp hat sich auch schon gemeldet da hinten. Ich denke, das sollten wir ruhig machen. Also bitte, hau rein. Ja, also ich sage mal so, zu dem ganzen Vorstandsthema, was jetzt so während der Saison gelaufen ist, ist jetzt eigentlich mal gesagt worden zum Thema Investoren. Muss man sich einfach mal Gedanken machen, was bringt eigentlich so ein Investor? Ja, ich meine, wenn man sich mal anschaut, in der Bundesliga auch, unter der 50-plus-1-Regel, was haben Investoren gebracht? Eigentlich nur eins, dass Preise steigen. Die Preise steigen für neue Spieler, die man einkauft, die Verträge, Vertragsabschlüsse, die getätigt werden. Und am Ende des Tages wird auch ein Ticketpreis steigen müssen, weil ein Investor ist kein Investor, wenn er keine Rendite erwartet. Und jeder Investor erwartet eine Rendite, die deutlich höher ist, als das, wenn er irgendwo Staatsanleihen und kauft. Ne? Also der wird immer, nachdem er einmal Geld gegeben hat, Geld aus dem Verein wieder rausziehen. Das ist das natürliche Interesse eines Investors und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist seine Rolle. Nur, die Frage ist, wofür brauchen wir das beim FC? Ja, ich meine, wir haben jetzt, klar, in einer glücklichen Saison auch ohne einen Investor den Weg nach Europa geschafft. Wir haben jede Menge Vereine mit Investoren an Bord hinter uns gelassen und das auch zu Recht. Und wenn man jetzt anfängt, sinnlos nach einem Investor zu suchen, dann klatschen alle die Hände und schreien Hurra. Borussia Dortmund hat das damals gemacht, hat Riesenablösesummen für den Amoroso, für den Everton bezahlt. Bayern München hat das gemacht. Die zahlen das jetzt auf eine andere Art und Weise wieder, nämlich dass die Investoren, die dort eingestiegen sind, deutlich niedrigere Sponsorenabschlüsse tätigen, als sie es bei anderen Vereinen vergleichbar tätigen. Und mir fehlt noch so ein bisschen der Glaube, dass ein Investor den FC wirklich weiterbringt. Ja, weil wir haben einfach eine sehr starke Fanbase, wir haben 100.000 Mitglieder und das ist in meinen Augen viel stärker als ein Investor, der jetzt in Hamburg sagt, okay, dann pfeffert dann nochmal 15 bis 20 Millionen Euro rein für ein paar Anteile, für ein paar Aktien und bin dann glücklich. Ja. Darüber hinaus, was diesen Antrag von 100% FC anging, dieser Antrag war noch nicht einmal komplett gegen die Investoren. Er hat lediglich eine Sache drin enthalten, und zwar, dass die Mitglieder über Investoren abstimmen sollen. Und jetzt stelle ich einmal eine Frage an alle, die für Investoren sind. Wenn jemand ankommt, wir sind jede Menge Familienväter und Mütter, ja, und sagt, ich habe eine Tochter, aber rein hypothetisch. So, und die hat einen neuen Freund. Dann will ich doch, dass dieser Freund der Tochter nur das Beste bei mir wünscht. Und dann hat er auch kein Problem damit, mal vorbeizukommen, sich mal zu zeigen, mal Hallo zu sagen, ganz normal mit einem zu reden. Und dieser Punkt, der war in diesem Antrag mit enthalten. Und das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern man möchte einfach nur wissen, mit wem man sich da einlässt. Und das hat für mich nichts mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun, sondern das ist für mich ein ganz normaler Vorgang. Jeder, der jetzt sagt, nach dem Motto, das würde ein Sponsor und ein Investor niemals mit sich machen lassen, da soll man einen Schluck angucken, die haben das gemacht. Wie die das durchgeführt haben, ist jetzt vielleicht nicht immer so vorbildlich gewesen, aber da ist der Einer hingegangen, hat Gespräche geführt, hat die Pläne offengelegt und hat um Zustimmung geworben. Und das erwarte ich auch von jedem, der versucht, Anteil vom FC zu bekommen. Ja, Philipp, jetzt bist du natürlich auch dran, das Mikro kann nicht weitergereicht werden. Ja, es ist spät geworden, ich weiß. Ja, vielen Dank. Ich
kann mich hier nur bei der ganzen Runde bedanken. Ich finde, die ganze Veranstaltung ist eigentlich ein Zugewinn für unseren Verein. Und wenn wir über unseren Verein sprechen, und auch da möchte ich einfach nochmal den Brückenschlag schließen, wo war das FC? Wohin geht der FC? Und wer darf diese Frage beantworten? Genau das wollten wir mit dem Satzungsänderungsantrag nämlich in den Raum stellen. Wer stellt die Frage und wer beantwortet die Frage, wem gehört unser Verein? Wem dient unser FC? Frank hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Wir finden uns damit absolut ab, dass das nicht eine Frage ist, die nun wir Mitglieder entscheiden dürfen. Nur 100% wird weiterhin dafür eintreten, dass zumindest die Mitglieder darüber wohl informiert sind. Dass Mitglieder darüber sich ein Meinungsbild bilden und sagen können, ja, ich habe jetzt Investoren und Sponsoren durcheinander geworfen. Das ist ungesund. Das ist für einen Verein für 100.000 Mitglieder, wie wir alle hier sind, wir sind nur ein Bruchteil von dem geilen Club, den wir ausmachen. Da gehört zu jedem dazu, dass man sagt, als Mitglied übernehme ich Verantwortung und ich stelle mir die Frage, wohin geht mein Verein, Quo Vadis FC? Und da gehört die Frage dazu, wo spielt mein Verein? Spielen wir in Müngersdorf oder spielen wir in Hürth oder wo auch immer? Und da gehört die Frage auch dazu, das hat 0,0 mit Misstrauen zu tun. Und dieser Legendenbildung, da möchten wir nochmal entschieden entgegentreten. Es hatte 0,0 etwas mit einem Misstrauensvotum zu tun, sondern vielmehr für eine Fürsprache für unseren Verein. Und das sollte, glaube ich, wenn es ein Idealbild von heute Abend für mich zumindest gäbe, was diesen Abend anbetrifft, jeder mit nach Hause nehmen können, genau das gehört dazu. Und dann auch die Frage zu stellen, das Angebot wurde dem Verein unterbreitet, hier daran teilzunehmen. Wieso hat denn eigentlich ein Entscheidungsträger teilgenommen? Und die Entscheidungsträger sind nicht der Herr Rutenbeck, das ist auch nicht die Pressesprecher, wo ich toll finde, dass er auch jetzt noch mit dabei ist und diese Message vielleicht mitnehmen kann, sondern das wäre ein Vorstand. Und Quo Vadis FC wird auch nicht aus unserem Empfinden heraus von der Geschäftsführung getroffen. Philipp, nur ich muss der Ehrlichkeit halt sagen, so allzu viel Vorlaufzeit hatten sie nicht, das muss man ganz klar sagen. Okay. Und es ist Urlaubszeit, kann man schon verstehen. Ja, aber ja. Immerhin mit Stefan Rotbeck waren wir natürlich sehr zufrieden. Ich fand es fantastisch. Also ich hätte natürlich auch toll gefunden, wenn auch jemand gekommen wäre aus der Richtung. Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Der Fairness halber. Das ist gut, ja, das wusste ich auch nicht. Okay. Aber dann ein Prozess zumindest nochmal angesprochen. Was sich in uns auch betreffen sollte, oder zumindest wo wir uns die Frage stellen sollten, nach dem Prozess an sich. Also wie werden Entscheidungen getroffen und doch nicht in Richtung Stadion oder in Richtung Anteilsverkäufe an sich, sondern in der Richtung, wer entscheidet denn eigentlich beim FC? Und aktuell, nach dem Motto, da sind wir alle aufgerufen, jetzt auch mal nicht nach dem Motto, wir vertrauen alle, sondern auch mal den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, ist denn jetzt wirklich, haben wir verstanden? Und jeder soll sich bitte einmal das Organigramm vom 1. FC Köln anschauen. Ich schätze Herrn Werle, ich darf das so sagen, hundertprozentig als absoluten Experten für sein Gebiet ein. Ja, da sind wir uns alle einer Meinung. Jetzt schauen wir uns aber alle mal das Organigramm vom 1. FC Köln an. Für welche Bereiche ist er denn überall verantwortlich? Marketing, Finanzen, Sport. Er muss ja einen Geschäftsführer suchen. Das ist nicht die Aufgabe von dem Herrn Werle. Das hat nichts damit zu tun, dem vorzubeugen. Ich greife jetzt hier nicht Herrn Werle an, ich spreche nicht das Misstrauen aus, sondern ich als Mitglied möchte doch wissen, in wessen Händen liegen die Entscheidungen, die meinen, unseren allen FC anbetreffen. Und die Entscheidungen liegen in den Händen von den drei Leuten, die wir hier gewählt haben. Der Vorstand des 1. FC Köln. Und der Vorstand des 1. FC Köln ist nächstes Jahr dazu aufgefordert, egal welcher Kandidat das ist, ein Angebot an uns Mitglieder zu unterbreiten. Und das ist in meinen Augen nicht immer erfolgt. Manchmal wurde halt gesagt, wir müssen uns nach einem Stadion umschauen. Stadionplatz, Ausbau, wie auch immer. Aus meiner Sicht wäre der richtige Weg zu sagen, wir bilden gemeinsam eine Meinung. Dafür ist der Mitgliederrat ganz wichtig, weil wir können nicht immer mit 100.000 Leuten sprechen. Dafür sind solche Runden nötig, weil nicht alle 100.000 Leute haben Bock, sich daran zu beteiligen. Manche wollen einfach nur Tickets günstiger kaufen, manche wollen ein T-Shirt günstiger haben, aber manche wollen sich auch gerne einbringen. Und genau das ist der Punkt, warum Frank und mich das dann zusammengebracht hat. Wir haben aktuell kein Forum, um uns einzubringen. Und wir müssen vertrauen. Aber dass wir nicht vertrauen können, das haben wir letzten Sommer leider erfahren. Und die Lehre daraus wäre für mich, oder ist es für mich,
und ich hoffe für uns viele, nächstes Jahr zu fragen, was ist denn das Angebot, was ihr uns unterbreitet? Und nicht erst zu sagen, vertraut uns schon, wir machen das schon, sondern ganz ehrlich zu sagen, das ist unser Programm und nicht für den nächsten Spieltag, wo wir die ersten anderthalb Stunden drüber gesprochen haben, sondern für den ersten FC Köln, für die nächsten 10 Jahre. Quo vadis FC? Und wo wollt ihr mit uns hingehen? Das wäre die Hoffnung, die ich zumindest hätte. Und dass der Anspruch, den ich an jeden Vorstand habe, und das ist egal, ob das Herr Spinner ist, ob das Herr Overath war, ob das Herr Arzinger-Bolten war. Wohin geht der FC? Dann stellen wir die Fragen doch einfach mal weiter. Und zwar in unserer Runde. Also, Ralf, vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, wie deine Sichtweise auf genau diese Frage ist. Also, du warst erst der FC Köln, wohin gehst du? Wohin möchtest du denn, dass dieser Verein hingeht? Okay, Deutscher Meister, Champions League, alle, du weißt, was ich meine. Also, mit welchen Mitteln, wie weit darf man gehen? Und alles, was gerade jetzt von Philipp gesagt wurde, aufnehmen, das, was wir vorher diskutiert haben, hast du da überhaupt schon eine Meinung darüber gebildet oder denkst du wirklich nur über den nächsten Spieltag und bis zum hoffentlich Klassenerhalt? Ja, der nächste Spieltag und das Ende der Saison liegt mir da vielleicht schon noch ein bisschen näher. Ich gehe auf alle Fälle mit einer Menge Informationen und Eindrücken aus diesem Abend heraus, also vieles, was ich auch in der Form nicht wusste. Wohin geht der FC? Also ich habe mein Bild davon und würde gerne eigentlich ein bisschen was von der Kommerzialisierung der letzten Jahre sogar noch zurückdrehen wollen. Ich wünsche mir, dass wir in Müngersdorf bleiben, ja, ganz klar. Und ich glaube, dass der FC da wirklich auch auf seine Fans und seine Mitglieder hören wollen. Es sollte, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist nach dem, was jetzt die Leute vom Mitgliederrat gesagt haben und was sonst hier gesprochen ist, wir haben eine Basis, ja, von aktiven Mitgliedern, aber wir haben auch eine sehr große Basis von inaktiven Mitgliedern offensichtlich. Das kann nicht anders sein bei 100.000. Und die Frage ist dann, wie kann eine Basisdemokratie funktionieren, wenn Entscheidungen dann am Ende von einem gewissen Quorum abhängig gemacht werden, das eigentlich nicht erreicht werden kann. Ich vermute, dass das der Fall ist in den Entscheidungsstrukturen. Das machen wir uns zu sagen. Reicht mal die Frage mal mit Antwort weiter, dann kann das Mikro übernehmen. Welchen FC hast du gerne? Einen siegreichen, ja. Also ich hoffe nicht, dass es nächstes Jahr nach, wie heißt das, Happen, wie heißt das, ein Verein da hinten, Heppenheim oder was, zweite Liga, nach Magdeburg, ja, ich weiß das. Sandhausen oder was? Sandhausen, sowas. Ich möchte auch lieber nach Düsseldorf vielleicht fahren, weil die nächste garantiert erste Liga spielen und ich muss nicht unbedingt nach London Müller fahren, aber wir sollten schon erste Liga spielen. Also das brauchen wir als Stadt Köln schon und für die Hoteliers und die Gastronomie. Das wäre schon eine Katastrophe, wenn wir absteigen, aber es wird ein schwerer Weg werden. Und wenn wir noch 6 Spiele gewinnen, glaube ich, dann haben wir eine gute Chance. Und dann, wir schaffen es. Wir schaffen das kleine Runde. Und dann? Dann gehe ich von Grimm hoch zu Fuß nach Köln. Echt? Haben wir jetzt auch gereicht. Ja, Frank, du weißt, worauf ich hinaus wollte. Bitte. Ja, ich mache es kurz. Ich habe es auf der Mitgliederversammlung schon mal gesagt. Ich will auf das Positive der letzten Jahre kommen. Ich glaube, dieser Verein hat bewiesen, 2012 sah es verdammt duster aus, sportlich. Wir waren auseinander, es gab jede Menge Stress und wir sind dann aufgestiegen, ich sage es trotzdem mit Freude, bis London. Das ist für mich der Beweis, dass wenn dieser Verein mit dem Potenzial, mit diesen Sponsoren, nicht Investoren, Sponsorenumfeld, anständig geführt wird, und das hat unser Führungsgremium sehr, sehr lange getan, sind wir nicht aufzuhalten. Wir werden. Und diese Frage, die da provokant schon mal jemand gestellt hat, Europa, der Aschenplatz, existiert für den 1. FC Köln nicht. Wir sind in der Lage gewesen und werden es immer wieder sein, oben im deutschen Fußball oder noch weiter mitzuspielen, wenn man einfach das Handwerkszeug eines Wirtschaftsunternehmens, eines Fußballclubs, der vom sportlichen Bereich lebt, einhalten und unsere Entscheidungsstellen entsprechend besetzt. Das hatten wir einige Zeit getan. Der Erfolg hat uns von Sandhausen, heißt das, wie du meinst, bis
bis in 4 Jahren bis nach London getragen, aber auch, wenn man diese Sachen außer Acht lässt, in einem halben Jahr von London wieder zurück nach Sandhausen vielleicht. Zumindest ist das wahrscheinlicher als das Wunder, was wir uns alle noch erhoffen. Deswegen halte ich das einfach ein Zurück. Man hatte lange ein gutes Händchen für Personal, wieder die Leute gut aussuchen, auf Rat hören. Ne? Wir hatten früher auch mal Leute im Aufsichtsrat, die wirtschaftliche Kompetenz hatten, von denen man sich leider getrennt hat, das möchte ich hier auch mal ansprechen. Aus unserem ganzen Schatz von Menschen die Besten rausholen und einfach das Ding vorantreiben, und dann brauchen wir keinen Deus ex machina, der mit 50 Millionen aus irgendeiner der Welt angetanzt kommt, uns hilft, weil wir können uns selber helfen. Wir haben das nämlich gerade bewiesen. Danke. Lieber Thomas, kubanisch erster FC Köln aus deiner Sicht. Dass die Heimat definitiv Müngersdorf bleibt, das ist mein Wunsch. Und dass man, wie er das gerade so treffend formuliert hat, ich glaube, wenn der Laden, ich benenne ihn jetzt mal so, mit den richtigen Leuten besetzt ist, wenn jeder seine Arbeit gut macht, das hat man in den letzten Jahren gesehen, kann man es bis Europa schaffen. Die Mannschaft arbeitet wunderbar jetzt. Der Verein, die Fans haben die erste Liga verdient. Und wenn man da um Platz 5 bis 10 spielt, man immer wieder dran schnuppert, ohne einen Investor, wie ich jetzt auch gelernt habe, warum nicht? Das ist der Weg des FC. Ein Local Hero, ein Kölscher Spieler gehört dazu. Haben wir jetzt einige davon, der sich mit der Stadt, wo die Fans sich mit identifizieren können, das ist wichtig. Und das sollte der Weg sein. Ich kann mich aber auch mit einem kleinen Franzosen, ja, ist auch okay, identifizieren, der den Jonathan Tato ummietet. Ach, das war so schön. Also ich wollte den Jungen adaptieren. Ne? Also das war ein Traum. Leute, ich muss euch etwas gestehen. Ich bin ehrlich gesagt unzufrieden und es hat nichts mit euch zu tun. Ich bin deswegen unzufrieden, weil wir wahrscheinlich viele enttäuscht haben, weil wir unfassbar viele Themen nicht ansprechen konnten, weil wir viele Themen, wir hätten auch über Ultras reden können, der Schell ist ja auch hier, schön, dass du da bist. Hat mich echt gefreut, Schell. Also super, danke. Vielleicht machen wir da mal was Eigenes zu. Sollte auf jeden Fall in Verbindung bleiben. Aber auch, dass wir Dinge nur anreißen konnten, dass wir in 3 Stunden es nicht geschafft haben, eine Lösung zu finden. Ich glaube, das war auch zu viel. Das hätte sowieso nicht funktionieren können. Aber wir haben darüber gesprochen. Wir haben über den Status quo des ersten FC Köln gesprochen. Und wir haben letzten Endes versucht, ein bisschen uns auch über die Reise zu unterhalten, wo es vielleicht mal hingeht. Und natürlich auch einen sehr aufgeräumten Stefan Rutenbeck hier gehabt, dem wir und seiner Mannschaft natürlich alles, alles Gute wünschen. Ich bedanke mich heute jetzt bei allen, die hier waren, natürlich beim ersten FC Köln und natürlich auch bei allen, die hier jetzt rausgehalten haben. Ihr habt eben schon gesehen, etwas nur zur Erklärung, es sind viele Leute schon abgehauen, weil die letzte Bahn fährt. Ne? Also irgendwann war eben Schluss. Wir machen den Schluss. Vielen Dank, dass alle hier waren. Bis ein andermal, irgendwann mal wieder. Bis bald und tschüss zusammen.